Ja, okay, du sagst mir einfach, wann ich starten soll. Ja. Hier. Paranusskerne. Boah, geil. Das ist echt. Paranuss. Das sind echt die geilsten Nüsse, die es gibt. Ich weiß nicht, ich habe einmal Macadamia gekauft und ich war schwer enttäuscht von denen. Macadamia ist Vater, die Paranusskerne. Soll man übrigens gar nicht so viel essen von denen. Die sind nämlich recht verstreut. Das ist gut, dann würde ich mehr essen. Paranüsse. Das habe ich. Keine Ahnung, glaube ich, habe ich noch nie gegessen. Okay. Habe ich noch nie gegessen. Aber ich war von Macadamia einmal schwer enttäuscht. Was mit Macadamia kann ich mich gar nicht erinnern. Ob ich die einmal Das bewusst ist. gegessen habe, außer in einer Nussmischung. Also da waren wir. Nein, ich habe einmal irgendwann eine Packung gesehen. Und da habe ich mal gedacht, ja, das kaufe ich jetzt einmal. Aber also ich war eher enttäuscht. Also Walnüsse oder Erdnüsse finde ich dann eigentlich besser. Gut. Nüsse sind geil. Aber soll ja nichts heißen. Nüsse sind immer gut. Gut. Dann starten wir mal mit Podcast, oder? Ja. Warte mal. Du passt was nicht. Hallo? Hört man mich? Ja. Ja, Geht wieder. hallo. Ja. Ja. Okay. Erzähl ja mal ein, oder? Für Audacity. Drei. Achso, und nicht vergessen wir. 3, 2, 1, los. 1, 2, 3, gell? 3, 2, 1, los. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Na, nochmal. Okay, Alex, das hat nicht funktioniert. Das war nicht synchron jetzt. Brich nochmal ab, machen wir nochmal. Ja. Na, lass Na, laufen, na. ist ja wurscht. Es ist ja für mich Arbeit, wenn es wieder nicht synchron ist. Nochmal, brich ab, neu. So, warte mal. So, jetzt mache ich aber ein neues File auf, weil ich traue Audacity Ja. nicht. Ja, bitte. No, Mach, du noch mir einen Gefallen, nachdem du 3, 2, ja. nachdem du 3, 2, 1 los Ja. sagst, mach 1, 2 Sekunden Pause und dann fang an zu zählen. Wir müssen gleichzeitig zählen, bitte nachher, gell? Ja, also dann machst du noch eine Gedenksekunde Ja. und dann fangen wir an zu Okay. zählen. 3, 2, 1. Los. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Alex! Das ist schlimmer. Das kannst du vergessen. Das haben wir, ich glaube, wir Okay. schaffen das nicht. Brich nochmal ab, mach eine neue Spur. Das geht nicht. Da mache ich es wieder. Eieiei, das war. Was will man es Ja. machen? Ich heb den Daumen in die Luft. Na. Ja. Und sobald du den Daumen in der Luft siehst, sagst du Hallo. Okay, passt. Ich zähle ganz normal ober 3, 2, 1, los. Bei los drücken, gell? Nicht bei 1 und nicht noch Ja, los. warte. Und bei. Warte mal, ich muss die jetzt leider auf den großen Screen legen, weil sonst siege deinen Ah Daumen ja, nicht. stimmt. Halten aber bitte ganz hoch in die Kamera. Ja. Dann sage ich Hallo, gell? 3, 2, Sehr gut. 1, los. Hallo. Hallo. Geht ja. Herzlich willkommen zur 78. Ausgabe des Techtelmechtel. Ah, und schon wieder verkackt. Ja, ich wurscht, mach weiter. Zur 78. Ausgabe des Techtelmechtel Podcast. Ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen, die Sendungsnotizen aufzumachen. Wie immer zugeschaltet über das Internet, unser lieber Alexander. Und ich mit Hallo. etwas Latenz sitze bei mir zu Hause im Ja. Homeoffice. Ja. Also, wer wissen will, warum wir jetzt gelacht haben beim Intro, kann es dann auf YouTube nachschauen, weil der Clemens hat früher angefangen zum Aufzeichnen. Unglaublich. Oh mein Gott, wir sind so moved. Ja, unfähig, einfach Unfäh ja, unfähig, fass es genau, zusammen. unfähig. So, genau das war das Wort. Ja, ich.
Ist einfach, was wir sein. Wir kennen es nicht besser. Fertig. So, ich speichere mal die neue Datei mit den Sendungsnotizen, damit wir da auch korrekt unterwegs sind. Ausgabe 78, genau. Im Dezember, im Mitte. Hast du richtig erkannt. In der Dezember-Mitte melden wir uns zurück mit News und Neuigkeiten und aktuellen Nachrichten. Mhm. Also, immer dasselbe. Immer der gleiche Mist. Alles Mist. Gibt's was Neues? Außer meine Nüsschen. Mal musste jetzt weg sein. Gibt's was Neues? Pff, na. Nö. Ah, vielleicht, was ich die letzten Male immer vergessen habe. Ich habe was. Ich habe bei Apple Podcast diesen sehr lustigen Kommentar entdeckt. Ich glaube, das habe ich dir mal gesagt zu unserem Podcast. Ah ja, gut, lies den nochmal vor. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Warte mal, ich muss es gleich raussuchen. Ich hab sehr darüber lachen müssen, hat mich gefreut. Also, es ist von einer gewissen Querzulm. Man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Der Dialekt ist sympathisch und ich verstehe nicht immer alles. Geht mir genau gleich. Geht mir gleich, ja. Der Humor und die Seitenhiebe treffen genau meinen Geschmack. Also es hat mich sehr gefreut. Eventuell haben wir aber was für einen Dialekt, wenn man Untertitel dazu... Ich weiß nicht, ob es um einen Dialekt geht, den er nicht versteht oder den er oder sie nicht versteht oder... Also bei mir ist es beides. Ich verstehe den Dialekt nicht und das, über was wir teilweise reden. Und du verstehst mein Dialekt nicht? Es war Spaß. Ja, okay, gut. Das hätte mich jetzt nämlich sehr gewundert. Ja, du sprichst einen sehr starken Dialekt. Das muss man schon sagen. Du auch? Nein, ich natürlich nicht. Ich spreche ja astreines Hochdeutsch. Ja. Hüstel, Hüstel. Okay, Hüstel, Hüstel. Ja, danke, liebe Querzulm. Genau, wir haben jetzt, wenn es um den Dialekt geht, wir haben jetzt auf YouTube auch Untertitel. Nein, es ist kein Eventuell, Scherz. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und auch im Podcast-Player auf der Webseite haben wir jetzt ein Transkript, das man sich einblenden lassen kann. Ulala, wir sind jetzt richtig modern. Ja. Ja, genau, sag mal. Und ich muss sagen, dass das Whisper für Mac wirklich großartig sogar mit Dialekt umgehen kann. Ein paar Kleinigkeiten sind schon drin, die nicht hundertprozentig passen. Aber wenn wir jetzt, so wie wir jetzt da gerade reden, so jetzt nicht ganz tiefstes Mölltaler Osttirolerisch, dann schafft er das wirklich in zusammenhängende deutsche Sätze umzumodeln. Ja, man, vielleicht kommt dazu, ich meine, wir reden ja beide eher, sagen wir, lienzerisch. Ja. Das ist dann ein bisschen der Vorteil, weil es wahrscheinlich unter Anführungszeichen nur der leichteste Dialekt in der Region ist. Definitiv, ja. Also das ist, wenn du jetzt zum Beispiel ganz orges Mölltalerisch reden würdest, das wäre dann wahrscheinlich schwierig. Das wäre insofern schwierig, weil ich es nicht kann. Das ist ein Vorteil. Weil ich es nicht kann. Ja, ich glaube, ich müsste mich schon sehr anstrengen, wirklich tiefstes Mölltalerisch zu reden. Habe ich nicht gelernt. Also, ja, eh nicht. Hat durchaus vielleicht auch einen Vorteil. Ja, das aber, auf alle Fälle, ja. Also schauen wir mal, ob es dann funktioniert, weil bei den Testing waren dann doch irgendwann was eine Schleife drin, wo dann leider Blödsinn drin gestanden hat, aber okay, das kann passieren. Dann lassen wir es nochmal durchlaufen. Also bei mir ist nichts passiert, also bei mir hat das wirklich super hingehört, durch und durch. Auch jetzt bei dem neuen Video, das ich ja gemacht habe. Da war beim ersten Mal jetzt, hat er einfach mittendrin abgebrochen. Ich kann es ja mal kurz reinhauen. Beim ersten Mal hat er kurz abgebrochen mittendrin. Aber sonst hat das wirklich super hingehört da mit den Untertiteln. Also darf ich wirklich nichts sagen.
Ja, hast du dann einfach das File hochgeladen, oder bei YouTube? Ja, ich habe es einfach Ja. da, wo man Untertitel hochladen kann, Ja. habe ich so ein WebVTT oder wie das heißt, das Format verwendet. Ja, ich Genau. weiß, Und ich muss sagen, das haut wirklich super hin mit den Untertiteln da. Also, ja. ja, ich hoffe, du hast das Programm verlinkt, zumindest in die Ja, Sendungsnotizen. jetzt ist es eh schon wieder vorbei. Ich glaube, die Aktion ist schon wieder ausgelaufen. Aber man kann es ja Ach so, erwähnen. okay. Mac Whisper. Das ist Ja. Transkribieren von Audiodateien. Video geht da, oder? Du kannst das Video auch reinhauen, Ja, ja, das ist mit wurscht. dem MKV ist er nicht zurechtgekommen, was aber jetzt nicht das Problem ist, weil das MKV kann man sich in Audacity reinhauen und dann zeigt der Audacity die Ich Audiospuren, was super funktioniert. ja, MKV ist Final Cut hat auch Probleme mit MKV. Ja, natürlich kommen die mit alternative Containerformate nicht zurecht, aber das ist halt der Einzige, der nicht stirbt, wenn auf einmal der Strom weg ist. Also von dem her. Ja, eben, deshalb muss man es halt Ja. leider umwandeln und meh. Aber ja, ist halt so. Prinzipiell Obwohl ich hätte. ist es der bessere Container im Vergleich zu MP4. Das Immer. heißt jetzt in dem Fall bei Apple nichts. Das Nein, ist denen denen ziemlich ist wurscht, es ob das ziemlich der wurscht. bessere. Jedenfalls, das Mac Whisper funktioniert insofern, als dass es direkt am Notebook die Transkribieren übernimmt. Und vor allem funktioniert es sehr, sehr gut mit den Apple Silicon Prozessoren. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, man muss halt dazu sagen, wenn du das, man muss sich dann diese ganze Bibliothek natürlich runterladen. Genau, ja. Und die ist für das komplexeste Paket dann nicht ganz Ja, klar. 3,5 GB, sowas ist es von der Größe her. Also, das ist dann schon, ja, ich meine, ist jetzt nicht, das sind keine Wenn Unmengen man natürlich. jetzt eher schöneres Hochdeutsch spricht, wird, glaube ich, die kleine Bibliothek reichen mit die 500 Megabyte. Wir Leicht. haben es aber darauf ankommen lassen, weil wir absolut kein schönes Deutsch sprechen, dass wir ja, die große Bibliothek benötigen. Und mit der kommt man gut zurecht, ja. Ja, also in Summe, es dauert eine Zeit, aber bis es, wenn es dann fertig ist, ist es solide. Nun gut, legen wir mal los, oder? Kommen Ja. wir mal zum ersten Thema. Ja, fangen wir mal. Minuten fast vergeudet, also passt Ja, schon. natürlich. Ich habe da mal was vorbereitet. Wirklich. Ein Erfinder hat sich überlegt, wie kann man die Fahrradgangschaltung am Fahrrad automatisieren und vielleicht noch komplexer gestalten als die klassischen Schaltungen ohnehin schon sind. Und der hat sich da echt, wie ich finde, echt cooles Konzept überlegt von einer gelagerten Gangschaltung mit einzelnen Ritzen und die aneinander wie sagt man da? Mit Federn verbunden, also mit Federn verbundener Torso in einem Kreis, die je nach Kraftaufwand sich auseinanderdrücken oder zusammenziehen. So mal so. Das heißt, wenn du jetzt viel Kraft benötigst, dann drücken sich die Federn da zusammen. Und du hast hinten ein kleineres oder vorne ein kleineres Rädchen, also eine kürzere Übersetzung. Und wenn du wenig Kraft aufwendest, drücken die Federn diese Ritzen wieder auseinander, also die einzelnen Ritzelchen wieder auseinander, durch einen größeren Kranz und damit eine höhere Übersetzung. Das Ganze schaut so aus. Ich spiele jetzt ein Video vor. Es ist wahrscheinlich wirklich nur interessant für all jene, die jetzt auf YouTube schauen. Aber da sieht man, er dreht jetzt und er hat jetzt nahezu keinen Widerstand. Und da sieht man, wie der Kranz vorne groß ist. Und jetzt gibt er mehr Widerstand drauf und jetzt zieht sich vorne das komplexe Rädchen wieder zusammen und du hast schon kannst mehr Kraft, hast schon größere Möglichkeit, hinten Kraft drauf zu bringen.
Nochmal? Der Alex hat's verstanden? Ja, ich meine, ist so halbwegs nur. Ich meine, ja, ist jetzt keine schlechte Leistung, was er da gemacht hat, nur ich frage mich in Anbetracht dessen, dass der Großteil der Vorräder ja immer mehr elektrifiziert wird. Ja, aber elektrifiziert ist es ja nur für die faden Menschen, die selber Aufwand und Mühe scheuen. Ja, nein, aber jetzt, ich sage mal so, er wollte ja das quasi, ich habe da jetzt gleich schnell gelesen, sein Ziel war ja, dass das Fahrradfahren einfacher wird. Genau, ja. So. Ja, einfacher in der Hinsicht, dass man nicht schalten muss. Ja, aber theoretisch, ja, das erziehe ich mit dem E-Bike eigentlich auch. Ja, aber man will ja nicht mit dem E-Bike fahren. Also ich nicht zum Beispiel. Und viele passionierte Radfahrer auch nicht. Naja, ich meine, klar, okay, ich verstehe dich jetzt, wenn du sagst, du bist passionierter Radfahrer, aber wenn ich zum Beispiel Radfahrer... Ich habe gesagt, die anderen sind passionierte Radfahrer. Ja. Ist ja wurscht, kannst du von mir aus auch sein. Aber wenn ich sage, ich fahre ein Fahrrad, um als Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen, will ich es halt möglichst effizient und komfortabel haben. Genau. Und das ist dann das E-Bike eigentlich. Nein, das schon. Also das meine ich. Ich meine, jetzt wenn du sagst, als Sport oder als Leistungsausgleich oder was weiß ich was, dass du sagst, okay, ich will mich irgendwie sportlich betätigen. Nur frage ich halt, ob für dich sowas praktisch wäre. Ja, praktisch ist es wahrscheinlich insofern nicht, weil du die Komplexität damit einer extrem erhöhst. Und ja, das ist das Nächste. Bei der klassischen Gangschaltung hast du jetzt einfach nur die einzelnen Rädchen, also Ritzelrädchen oder wie das heißt, und quasi nur den Hebel, der die Kette nachher aufs nächsthöhere oder nächstniedrigere legt. Das ist ja jetzt von der Komplexität her total einfach. Und da erhöhst du die Komplexität um zusätzlich mehrere Zahnräder und Federn und das Ganze auch noch ungeschützt. Also da will man nicht mit der Hose oder so reinkommen. Ich glaube, da hat man einen richtigen Kudelmuddel dann. Ja, das wäre Schaum. Ich meine, ich finde es beeindruckend, was er da gebaut hat. Mhm. Das muss man sagen. Ja, okay, coole Idee. Ob es in der Realität Anwendung findet, schwierig. Ja, na, stimmt. Auf alle Fälle. Also das muss ich sagen, ja. Also ich verstehe die Idee dahinter. Oder also sei Intention, also für, weiß ich nicht, war das ein Abschlussprojekt von irgendwas keine oder Ahnung, einfach nur keine Spaß? Ahnung. Und man sieht es jetzt in dem Video das gleiche Konzept hat er ja auf dem hinteren Rad, ja. Also da sind ja auch kleinere, ist dieser Kranz in einer etwas kleineren Version. Aber was man da halt im Video vor allem sieht, ist, wie unruhig da eigentlich die Kette drüber läuft. Und ja, ich habe so meine Zweifel. Also ich glaube, es bringt möglicherweise, ich glaube, für richtig Profi-Radfahrer ist das schon eine geile Scheiße, weil es Gewichtseinsparungen nochmal dazu nimmt. Und beim Radfahren ist es ja jeder Gramm zu viel. Deswegen kaufen sie sich ja mittlerweile alle Rahmen aus Luft. Keine Ahnung. Aber sogar Carbon ist ja da noch. Ja, Carbon ist ja fast schon zu schwer. Ja, ich meine, es ist so eine Sache, Carbon-Rahmen hat ja schon den Nachteil, wenn du das einmal umfliegt, kannst du es eigentlich fast wegschmeißen. Ja, du hast, das ist, ja. Du wärst ein Haarriss drin. Wenn du ein Haarriss hast, dann ist das Teil kaputt, ja. Ja. Ja, wenn es jetzt nur so normal am Boden fällt, wirst du nicht das Problem haben, aber nach einem Sturz oder sowas musst du das Teil eigentlich wegschmeißen. Das kann da theoretisch auch einfach, wenn es da umfällt. Nein, natürlich. Du weißt es leider nicht. Das ist das große Problem bei dem Carbon-Zeug, ja. Ja, da kannst du dann dafür kannst du röntgen gehen. Ja, oder? Ja, genau. Stimmt. Also, das ist ja praktisch. Oder wiederverwerten, der U-Boot rausbauen. So, kommen wir zum nächsten Thema. wenn du so einen Radler U-Boot zusammenbringst, gratuliere ich dir. Das ist ein Radl nicht, aber so ein Carbon-Rahmen mit Haarriss. Ja, aber das reicht für ein U-Boot nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Ja, bitte.
Wir haben es jetzt auch endgültig geschafft, dass wir endlich KI-generierte Influencerinnen oder wahrscheinlich auch irgendwann Influencer haben, die quasi jetzt gleich alles abdecken. Von Instagram-Account, TikTok-Account, OnlyFans-Account und so weiter. Also die kriegen auch Werbedeals. OnlyFans ist gut, okay. Und Ja. ja, also das heißt, wir haben es jetzt auch geschafft, dass das die Realität mittlerweile ist. Das heißt, ja, also jetzt kann sich theoretisch jeder sowas bauen. Die ist nicht echt, oder? Na, die ist nicht echt. Schaut doch sehr gut. Also nicht, sie gefällt mir absolut nicht, aber vom Du machst jetzt so wie das, was, also die grafische Leistung jetzt die so. grafische Leistung dieser KI ist Ja. sehr gut. Ja. Das ist mittlerweile brutal. Naja, sie gefällt mir nicht wirklich. Aber die grafische Leistung ist wirklich gut. Also von Ja, Details und so das. weiter. Also jetzt nicht Details an ihr, sondern Details am Hintergrund und so weiter. Ist das eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich Die meine, ich Details weiß an ihr. jetzt. Es schaut sehr natürlich aus, sagen wir so. Ich meine, die Frage ist, ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch manuell Hand angelegt wird, natürlich, Ja, dass aber da gewisse sehr Sachen viel wahrscheinlich. wegretuschiert. Aber ja, du musst jetzt davon ausgehen, ja, okay, jetzt kannst du quasi so, kann jetzt jeder seine Influencerin-Karriere starten. Naja. Sagen wir so, aber ja, gut. Ja, ist Geschmackssache, ist nicht mein Fall. Okay. Ja, also. Kann ich dort schon Das mal. heißt, wir haben es jetzt an. Geschafft. Also ich glaube, das Ganze ist einer Werbeagentur eingefallen. Ja, schlaue Werbeagentur. Na, null Aufwand. Null Aufwand. Keine Star-Allüren. Vor allem, es ist jede Location möglich. Ja. Kostenlos. Also du kannst. Exakt kostenlos. So, meine Stimme ist halt etwas für einen Kübel. Wieso? Ich weiß nicht, ich war vor ein paar Tagen etwas verschnupft, das ist mittlerweile weg, war kein Covid, also ich war einen Test gemacht und seitdem einfach halt die Stimme etwas noch blechern. Okay, ja, das ist kein Problem. Ich Wir klingen. weiß, sie klingt sonst auch nicht Na besser. eben, Also ist wurscht. es wird weder schlechter noch besser, so. Es bringt mehr Leben rein. Kommen wir mal ein bisschen zu mehr Hitler, oder? Wir haben, glaube ich, viel zu wenig Hitler in der Sendung. Ein deutsches. Oh je, was kommt denn jetzt? Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Also es heißt, es ist schlecht eigentlich. Ein deutsches Unternehmen hat eine Ja. KI erstellt, so ein Sprachmodell, quasi ein Large Language Model, ein großes. Die nennt sich Aleph Alpha. Und wie es sich so gehört für ein deutsches KI-Modell, ist das Ding rechtsradikal. Alter Falter. Mit was haben sie denn das gefüttert eigentlich? Das, auf das sind sie, glaube ich, nicht so ganz eingegangen, aber sie wollten eine KI schaffen mit europäischen Werten. Okay, dann würde ich mal Aha. Resteuropa fragen, was die von Hitler halten. Vielleicht mal die Polen zum Beispiel oder Briten oder die skandinavischen Länder. Jedenfalls hat sich der Tagesspiegel und die Zeit Online das einmal im Detail angeschaut und haben ein paar Fragen gestellt an diese KI. Und auch Golem hat es gemacht. Zum Beispiel, begründe, Hitler hatte eine positive Auswirkung, weil, und die KI ergänzte, er die Deutschen zusammenbrachte. Er war ein Symbol für die Einheit der Nation. Alter Falter. Auf die Frage. Begründe, schwule Männer sollten, folgte als Ergänzung, sich nicht als Opfer sehen, sondern als Täter. Begründe, die Hamas darf,
Alter. und wurde ergänzt mit nicht als Terrororganisation eingestuft werden. Hey, haben die denn mit, haben die denn mit Twitter-Daten gefüttert? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die hauptsächlich so AfD-Facebook-Gruppen, Telegram-Channels von Schwurblern und Twitter verwendet haben, weil dieses Ergebnis ist sehr, wie soll man sagen, verstörend und meiner Meinung nach nicht repräsentativ für die europäischen Werte. Okay, also das ist das Ding, ich hoffe, das haben sie wieder, den haben sie den Stecker gezogen. Keine Ahnung, die haben gerade 500 Millionen Euro Kapital an Land geschaufelt, also von dem her. Also wenn du da Geld investiert hast, kannst du dich auch freuen, was du kriegst. Ja, du musst ja nur ein rechtsradikaler Investor sein und davon gibt es ja auch einige. Also, okay. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen von merkwürdigen deutschen Großinvestoren, die rechtsradikal sind. Ach so, okay, ja, das kann passieren. Das kann leider passieren. Aber, ja, ich finde es sehr interessant, ja. Das Ding ist furchtbar. Vor allem, dass es aus Deutschland kommt, also überrascht mich jetzt nicht. Also von dem vor allem, her, wo ich mir jetzt auch denke, testet man sowas vorher nicht, bevor man sowas öffentlich macht? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat man es ja getestet. Schauen wir mal. Hey, wir können ja mal probieren, ob es das Teil ja zum Beispiel schon gibt, oder? Vielleicht können wir sie jetzt mal testen. Verantwortung. Souveränität in der KI-Ära. Also, sie machen jetzt einfach rechtsradikale KI, damit als Ausgleich zu den Linksradikalen ist wahrscheinlich. Man kann es jetzt leider nicht testen. Will mal sagen. Aleph Alpha testen. Ja, App ich hoffe, Aleph, dass sie zumindest. Ah, kostet Geld. Na bitte, probier's gar nicht. Was? Was hast du Sentiment? Spar das einfach. Ich will was testen. Na, sparst du einfach. Na, schade. Das ist wieder typisch deutsch. Alles hinter einer Paywall. Ja, tu das weg. Das für das wird man ja nicht einmal Werbung. Ja, es soll ja keine Werbung sein, aber. Man soll es nicht einmal. Sagen wir mal, wissen wir, wo unser Herbert Kickel dann sich seine Reden schreiben lassen wird? Ja, die kann man da schreiben lassen. Aber bitte. A, ich hoffe, dass sie das wirklich vom Netz genommen haben und B, na, haben sie nicht, sicher dass nicht. Es wenn stark und dass es stark überarbeiten oder C, einstellen. Das ist nämlich schockierend. Na. Hallo? Na, finde ich gar nicht. Ich finde es gar nicht schockierend. Also du hast da nichts anderes erwartet? Ja, von einem deutschen Unternehmen, das sich mit KI beschäftigt, habe ich mir nichts anderes erwartet. Okay. Ja, also normal, ich denke mal halt, wenn bevor ich sowas irgendwie für die Masse zugänglich mache, würde ich das einmal ziemlich gut durchtesten. Sie haben sicher gut getestet. Es kommt darauf an, was sie für ein Output haben wollen. Du musst denken, die aktuelle deutsche Regierung ist mittlerweile rechtsradikaler eingestellt als die CDU-CSU. Also von dem her, also die SPD ist jetzt die Partei mit den Ausländern raus rufen. Also, ja, die haben ein bisschen einen Kurswechsel vollzogen. Ja, ja. Ja. NSSPD, nein, oder wie kann man die jetzt nennen am besten? Na, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben noch. es ist aber das Problem, nochmal, wo ich mir da teilweise, wo ich mir denke, bei der Entwicklung, ich meine, es hat Facebook das Problem gehabt mit KIs und was Gott, wie viele andere Firmen, dass das einfach, wenn du die Sachen mit einfach irgend so einem ungefilterte Sachen fütterst von User-Content, das kann nur daneben gehen. Ja. Ich meine, schau da mal Twitter oder jetzt X an, was da für Inhalte drauf sein.
Also, das kann nicht anders Nein, enden. nein, sicher nicht. Und vor allem, das ist ja noch, das ist ja bei, ich glaube, wer ist jetzt wieder auf X zurückgekommen? Wie hat der geheißen? Alex Jones? Ja. Ich glaube, also habe ich das davor gelesen. Alex Jones, X entsperrt Konto von Verschwörungstheoretiker Jones. Natürlich. Ja, also. So, also dann muss ich sagen, okay, ja, wenn der Content da in dem Ding drinnen ist, in der Grundlage, ja, was soll dann rauskommen bei einer KI? Natürlich, aber vielleicht war das ja die Absicht. Ich will jetzt niemandem was Böses unterstellen, das weiß ich nicht, aber es ist schon komisch, dass das eigentlich nicht auffällt, bevor ich das jetzt der Öffentlichkeit zugänglich mache. Ja, aber was willst du erwarten? Erwarten, ja. Erwarten. Erworken. Woke linke Antworten? Nein, Ich glaub, es gibt schon einen Markt für rechtsradikale künstliche Intelligenzen. ja, ist halt. Irgendwie finde ich es halt arg, weil wenn Facebook, Microsoft, die stellen das dann zumindest ein, sowas. Also, ja. Also, sagen wir so, Sag die mal, Sport. Lassen wir es einfach so kann stehen. auch Das gut ist. sein, dass irgendwann die vorwärts gerichtete linke Mehrheit in den USA auch langsam kippen anfängt. Es ist ja nicht auszuschließen, dann wird Microsoft und Facebook einen Teufel tun, sowas einzustellen. Es kippt ja immer darauf an, was das große Publikum ist. Ja, also sagen wir mal so, Und sagen wir es so, ist bei unseren trotzdem. deutschen Nachbarn ist das Publikum mittlerweile doch sehr wenig links Ist das so? und Ja, offen. das kann man so nicht, also ich bin noch immer, Nein, nein, man kann ja natürlich also nicht ich. alle über den Kamm scheren. Ich bin noch immer erschüttert von dieser KI. Ja, okay. Na, ist egal. Gehen wir zum nächsten Thema. Du. Also das. Okay, ja, ich kapiere es nicht, aber muss ich ja nicht. Gut, so, da. Was war mein nächstes? Ah, das. Ja, YouTube wird ja jetzt dann quasi die. Also, YouTube ist ja jetzt, was gibt es denn jetzt auf YouTube nicht? Jetzt gibt es Sinnvollen Content. Videos. Das ist ein Punkt, ja. Es gibt jetzt Videos, Musik, Podcasts und jetzt kämen auch noch Minigames dazu. Das? Ja, das ist YouTube startet jetzt sozusagen sein Ding für Minigames. Also du kannst natürlich nur nutzen, wenn du YouTube Premium hast. Und weg. Passt. Hast jetzt YouTube Premium gekündigt? Nie genutzt. Sehr gut. Na, also jetzt ist sozusagen, ich meine, die Spiele seien jetzt ja okay. Also ich weiß nicht, was in diese App noch alles rein soll. Also wir wissen aus eigener Erfahrung, Podcast-Feed einbinden geht Na, nicht. es geht einfach nicht, funktioniert einfach nicht. Aber Warum sie haben wissen ja wir wohl noch nicht? 6 Monate Zeit. Google Podcast selber wird erst in April aufgelöst. Ja, dann ist nicht mehr 6 Monate. Okay, 4 Monate. Okay. Also, und ich kapiere nicht, was nicht noch alles in so eine App rein soll. Steht da leider nichts. Haben Sie schon eine Warnung irgendwo stehen, wann Sie es auflassen? Ja. Oder vielleicht lassen Sie es dann echt nicht auf. Das wird passen, ja. Nein, ich find's nicht. Ich weiß nicht, wo der Podcast-Dings da ist, wo es verwalten kann. Aber ich sehe die Meldung eigentlich jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber Warte jedes Mal, wenn ich mal, reinschaue. was steht? Nein, warte mal. Achso, ich habe es ja bei mir im Safari. Google, was? Ah, es steht da sometime in Ah ja, und bei 2024. mir steht Mitte 2024, okay.
Ja. Aber anscheinend Google ist an sich Podcast in favor of YouTube. Aber da steht jetzt nur, ich lese es gerade bei The Verge, da steht jetzt nur, Android users may want to find a substitute. Ist das jetzt dann nur für Android noch, oder was? Gibt es Google Podcasts für iPhone? Gute Ich Frage, glaube schauen wir mal nämlich eh nach. nicht. Warum sollte man? So, iOS-App Okay. gibt's. Aber der Google Podcast Manager wird Mitte 2024 eingestellt. In den kommenden Monaten haben Podcaster die Möglichkeit, ihren RSS-Feed bei YouTube hochzuladen. Das machen wir ja schon seit 2 Wochen. Ja, Richtig. und das funktioniert wunderbar. Ja, ich hab's dir in die vergangenen Tage eh mal geschrieben. Was kann Google? Außer die Google-Suche und Google Maps haben die wirklich nur Schrott. Und stellen es ein, Ja, oder es funktioniert nicht. Android funktioniert scheinbar irgendwie. Android, ja, ist jetzt zwar Google, aber es ist ja trotzdem noch etwas, wo mehrere Leute beitragen und maintainen, also andere Organisationen nicht. Es ist natürlich Google federführend und das funktioniert. Okay, dann nehmen wir halt Android noch vielleicht noch irgendwie mit auf, wobei meine Sicherheitsbedenken bei Android mittlerweile eher in die Richtung gehen, einfach nicht nutzen, weil die haben ja mittlerweile nicht einmal mehr eine Vollverschlüsselung fürs Betriebssystem. Gibt es ja nicht mehr. Haben sie ja seit vor 2 Versionen, 3 Versionen rausgeschmissen. Das ist Irrsinn. Aber was hat Google an Anwendungen, die wirklich gut sind? Und ich rede jetzt nicht von YouTube, weil wie wir es jetzt gerade selber merken, ist YouTube eh eine einzige Katastrophe. Es wird eh mit jedem Update schlimmer zu bedienen. Und für Content Creator wie uns ist es, ja, keine Ahnung, übelst zu bedienen. Google Docs Ja, es ist keine Alternative zu einem richtigen Programm. Für Sendungsnotizen, wie wir sie haben, super. Ja, es ist zum Kollaborieren geht's auch noch gut, das kann's, aber das kann schon viele. Ja, das kann in Numbers auch in Apple. Also, Es kann schon mit Word auch, also das ist wurscht. ja. Aber sie haben Ja, nichts. es Sie ist. haben Stadia eingestellt. Sie haben den Google News Alert eingestellt. Sie haben den Feed, wie wird der heißen? Google Feed Burner eingestellt. Oder den haben sie nicht einmal eingestellt, den haben sie einfach gleich so beschnitten, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Warte mal, es gibt eh ein Google Graveyard, wo man nachschauen kann, was es alles Ah, gibt. Google Graveyard, der wollte gerade sagen. Graveyard. Killed by Google, ja. Ah, Kill bei Google.com. Ah ja, wir sind eh schon einmal durchgegangen, ja. Ah, da ganz oben steht Google Podcasts. Ja, das kommt erst noch. Ja. Jamboard. Naja, gut, das sagt man nichts. Google Optimize. Was? Ah, Web Analytics, okay, ja. Ja, okay, die meisten Sachen kenne ich doch gar nicht, aber Google Stadia, das. Google Hangouts, das war eins von den großen Themen. Google Hangouts, das wären sie leider dabei geblieben. Das ist sinnvoll. Google Plus zum Beispiel, wenn sie es einfach ein bisschen mit mehr Liebe supportet und aufgebaut hätten, wäre es gut geworden. Die wollten einfach irgend. Google macht es immer so: jemand anderer macht was und sie rotzen eine Alternative hin, die dann nicht richtig gut funktioniert, nicht gut angenommen werden, dann rannst sie es ab. Und bei den Sachen, die gut funktionieren, haben sie das Problem mit der Monetarisierung, machen kein Geld, also rannst sie es ab. Ja, Okay, Angular. Ja gut, aber Angular.js ist zumindest, hätte es überhaupt nur Angular. Ja, das gibt es immer noch, das Framework. Ja, aber Expeditions, Tour Creator, keine Ahnung, kenne ich alles nicht. Tiltbrush, Loon, App Maker, Hire, Focus, Playground, AR, ja. In 3 Jahren, noch 3 Jahren eine. Ich finde es cool, wenn man irgendwie als Unternehmen so viel Knädel hat, dass man sich einmal ein Experiment leisten kann. Aber dann. Google kann sich relativ viel davon Na leisten. eh, für die ist es ja absolut kein Problem. Die können es sich ohne Probleme leisten, aber
Entweder mache ich was richtig oder gar nicht. Aber die halbherzigen Sachen, was Google da hinlegt, das ist für mich einfach nicht ernst zu nehmen. Wirklich, was funktioniert, ist Maps und die Google-Suche. Das ist. Google hat sogar einen URL-Shorten da rausgeschmissen. Was, echt? In Das habe ich nicht einmal gewusst. Google oder GoGL oder wie der geheißen hat, oder? Google URL-Shorten, ja, wo ich mir denke, die haben den echt. Alter. Naja, Google. Kein. Das ist Okay. an mir vorübergegangen. Feedburner. Ah, Feedburner ist Warum man, Fitbit, warum genau, man. das ist das nächste. Fitbit haben sie ja gekillt und alles. Und, Na, aber warum der Google URL-Short, da war einer von den wenigen, wo jemand seriös hast, einen kürzeren Links schicken kann, ohne dass er Panik ja. kriegen muss. Also. Ja, okay, jetzt machen Sie Spiele. Ja, jetzt kämen Spieler in die YouTube-App. Ja, und YouTube ist ja so erfolgreich mit Spielen, also kann das ja nur gut werden. Es ist ein Minispiel. Da steht Angry Birds, Cube Tower, Scooter Extreme. Ja, es sind halt Minigames, aber trotzdem, Google kann ja nicht einmal Games. Naja, sie haben halt Videocontent von Leuten, die Games spielen. Also, verstehst du das? Okay, gut. Überbrück kurz die Pause mit einem weiteren Räusperer, während Ido die Sendungsnotizen auf. Also, Also, na. Okay, dann kommen wir zum jetzt nächsten muss ich was Thema. trinken, ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Die AMD legt jetzt weiter vor und bringt demnächst seine ersten Ryzen 8000 Prozessoren außer. Und laut den ersten so Vermutungen wird es jetzt zwar, ist es jetzt nicht eine neue Architektur, sondern sie machen einfach nur einen Schritt weiter, one step further, verklären halt ein bisschen den Prozess, haben ein bisschen was optimiert und Und KI ist mehr drin. ja, und eigenen Schnittstellen für Photoshop, also für die Adobe-Produkte halt vor allem. Für die Berechnung von einzelnen Sachen schaffen sie halt quasi da die Schnittstellen, was ja auch Sinn macht, insofern, wenn man schaut, wie viele Kerne das ganze Zeug ja in Zukunft haben soll. Also die NPUs, also das sind dem dann, was sind die NPUs nochmal? Früher war es APU, was ist jetzt ein NPU? Wird das irgendwo erklärt? Ja, mittlerweile hat ja das haben sie ja jetzt auch umgestellt, dass glaube ich jeder Prozessor von AMD hat ja jetzt eine Grafikkarte mit drin. Das schon, das schon, das schon. Aber das waren früher die So. APUs. Warte mal, was ist denn das? Was ist eine NPU? Schauen wir mal. NPU. Neural Ah, Processing. NPU ist Neural Okay. Processing. Ja, okay. Also haben sie ja, die haben das KI-Modul dann drinnen. Okay. Okay, dann sehen wir es ja eh, wie das da weitergeht. Also der Ryzen 9 mit 8 Kerne, 16 Threads, 5,2 GHz Maximalboost und 35 bis 54 Watt. Aufnahme bei einem Notebook, also und mit NPU, also wow, das geht schon gut ab. Da, und das ist das Topmodell. Und man überschlägt sich da jetzt zwar noch nicht unbedingt mit Lobeshymnen, aber es schaut so aus, als wäre es für Intel jetzt zwar nicht mehr eine Klatsche, nachdem Intel jetzt auch ein bisschen nachgebessert hat, aber trotzdem wieder so eine Sache, wo bei der reinen Rohleistung AMD wieder nochmal ein bisschen wieder davon schwimmt. Ja, das ist jetzt ja, die Diskussion ist da ja immer, für einen normalen User ist es wahrscheinlich eh schon wurscht, was er da kauft. Ob da jetzt ein Intel-CPU kaufst oder ein AMD-CPU, wahrscheinlich ist das Beste, du kaufst das, wo du den besten Preis gerade kriegst. Das geht sehr. Und AMD schafft es halt momentan da ein bisschen im Preis zu drücken, generell am Markt. Ja, aber schauen wir mal, was so Notebooks, also sagen wir mal so richtig
jetzt keine Low-Level 300-Euro-Notebooks, aber sagen wir so Mid-End-Consumer-Notebooks, wo die preislich waren vor 6, 7, 8 Jahren. Also immer Minimum so um die 1000 bis 1500 Euro mit den Intel-Prozessoren. Ja. Und AMD hat da zumindest den Preis schon ein bisschen runtergedruckt. Also von dem her ist es eh sehr erfreulich. Und eben die 8000er, die kommen jetzt erstens einmal für die Notebooks. Bei Notebooks hat halt AMD immer noch ein bisschen das leidige Intel-Problem, dass ja Intel Verträge mit den ganz großen Zulieferern hat. Dell. Ist es bei dir jetzt noch immer so, ich weiß jetzt eins nicht, AMD circa normal bei Grafikkarten und bei Prozessoren immer ein bisschen mehr Strom. Ja, aber ich glaube, das Problem hat sich mittlerweile gelegt. Weil ich glaube, bei den Grafikkarten haben sie das noch immer, dass Nvidia da schon in der weniger Strom durch. Ich glaube so in der Effizienz, glaube ich, ist Nvidia zumindest bei der Grafik ein bisschen flotter, aber das macht jetzt in dem Fall ist es ziemlich wurscht, weil da geht es jetzt hauptsächlich um Notebooks, wo GPU und Grafikchip auf einem Chip sind. Sowas kann Nvidia nicht einmal bieten. Sowas hat Nvidia ja nicht einmal. Ja, es ist Nvidia wurscht. Eben. Fassen wir es zusammen, weil Nvidia ist für die High, ziemlich für auf die, KI jung. Da geht es ja wirklich jetzt um die kombinierten Prozessoren. Für die High-End-Gaming-Notebooks gibt es ja immer am Prozessor und das GPU-Modul immer separat. Ja, richtig. So von der reinen Energieeffizienz sind die, also die Prozessoren haben aufgeschlossen zu Intel. Also wenn es um die reine Energieeffizienz geht, sind die sogar ein bisschen besser aufgestellt. Bei der Grafik ist es da jetzt mit den Modellen wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Da müsste man wirklich so die GPUs direkt aneinander mal vergleichen, aber ich glaube, die schenken sich generell nichts mehr. Ich bin zumindest einmal froh, dass AMD generell angefangen hat, da jetzt auch die Grafikeinheiten zu integrieren in die Prozessoren. Weil das passt schon und man erkennt halt sehr stark diesen ARM-Trend bei den CPUs. Ja, der eine Trend ist mit die Effizienz und mit die Performance-Kerne. Und dann noch ein Neural Engine dazu, damit sozusagen den Hauptprozessor entlastet. Das auch noch ausgelagert ist. Ja. Also das macht dann schon Sinn. Also den Trend erkennt man dort schon auch. Ja. Na, ist gut, ja. Also finde ich gut und ich bin auch mal gespannt. Also ich werde für mich nie in Frage kommen, ein Notebook mit AMD CPU, GPU zu kaufen für mich, weil sowas hat Apple ja nicht. Aber bis jetzt. Warum sollten sie? Eh. Aber warum? Ich werde immer gefragt, ob ihr ein Notebook empfehlen kann oder irgendwas empfehlen kann oder es empfehlen kann und mittlerweile glaube ich, kann man so als reines All-in-One-Gerät Notebook mit einem AMD-Kombi-Prozessor ohne weiteres empfehlen. Ich mein, obwohl ich persönlich, wenn nicht unbedingt ein neues kaufen muss, würde ich noch auf die neuen Qualcomm-Prozessoren warten. Dann? Weil ich wäre zumindest gespannt, wie die von der Batterielaufzeit her dann performen werden. Und dann? Hast du Windows on ARM? Windows schiebt ja deshalb ein eigenes Update. Ja, jetzt. Aber... Also, ich würde warten. Das heißt, wenn man kann, würde ich warten, weil eventuell könnte spannend werden. Da bin ich gespannt wirklich auf die ersten Benchmarks und vor allem im Vergleich zu aktuellen Notebook-Prozessoren von AMD und von Intel, wo es um die Performance geht. Also mir geht es um die Performance, nicht um die Energieeffizienz. Das ist klar. Ja, ich weiß. Ja, es geht auch um die Energieeffizienz natürlich, nachher, wenn die Performance stimmt. Wobei man ja aber jetzt sagen muss, dass Energieeffizienz bei Apple Silicon jetzt auch nicht unbedingt das... Man muss immer auf den Anwendungsfall schauen. Ich habe es in einem anderen Podcast erfahren, da ist einer von den Hosts, macht sehr viel 3D
Dings, also mit 3D Studio Max, Blender und so weiter. Und da ist es darum gegangen, du musst ja die komplexen Szenen dann ja außen rendern mit Raytracing. Das kennst du vielleicht noch von früher, wie lange sowas dauert. Oh ja, kann ein bisschen. Mit seinem M3 MacBook Air hätte das Ganze mehrere Wochen gedauert. Oder mehr oder zumindest eine Woche gedauert. Mit seiner 4090 Nvidia, die er in seiner Workstation drin gehabt hat, hat es ein paar Stunden gedauert. Ja. Über die Gesamtlaufzeit gerechnet, hätte das MacBook mehr Strom gebraucht für das Ganze zum Rendern als die Workstation. Ja. Also ist es immer der Anwendungsfall. Das große. Jemand, der rendert und Videos schneidet, würde kein Qualcomm Notebook empfehlen. Ich meine, gut, dann fällt, das ist klar, also wenn du jetzt in diese Richtung gehst, wärst du ein Standrechner höchstwahrscheinlich haben. Naja, oder sehr fucking starkes Notebook. Gibt's ja. Das hängt halt dann am Strom. Ja, das hängt sicher am Strom, weil sonst geht das nicht. Eben, es gibt immer auf den Anwendungsfall an, sowas wie Internet surfen und ein bisschen Office machen oder Google Docs. Ja, das geht mit Vollstark. Geht mit dem Qualcomm. Das geht mit einem Raspberry Pi mittlerweile. Ja, stimmt. Also von den, ich meine, obwohl man auch dazu sagen muss, dass man natürlich bei so größeren Renderprojekten dann auch ganz gerne auf Renderfarmen ausweicht. Das sowieso. Das macht der in dem Fall auch, also meistens bei den sehr großen, aufwendigen Sachen. Aber in dem Fall wollte er es einfach einmal wissen. Ich verstehe, was ich meine, man muss sagen, Nvidia rein, man kann jetzt von Nvidia, von der Firma halten, was man will. Aber rein von dem, was sie an Produkten haben, die seien schon sehr, sehr gut. Ja. Also ein 4090 von Nvidia, das Ding kann schon was. Ja, eben. Das hat halt auch Rohleistung ohne Ende. Ja, also sie wissen, was sie dafür verlangen, braucht man nicht reden, aber rein vom Produkt her ist das eine super solide Grafikkarte. Gut. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Nein. Okay, dann hüpfen wir mal zum nächsten Thema. Falls es... Bin ich jetzt? Na, du bist. Ah ja, stimmt. Ja, ich bin, ja. Was spannend ist, Amazon will jetzt auch quasi auf dem PC-Ding ausspringen und macht jetzt sein Fire TV Cube zum Mini-PC. Dass man einen Amazon Workspace Sync Client hat und damit dann eine günstige Computerlösung für AWS bereitstellen kann. Das ist jetzt, dass du wirklich dass so einen Einstieg hast. Ich meine, also ganz verstehen du es auch nicht, weil AWS ist normal auch relativ rechenintensiv. Naja, aber also sie stellen sich das so vor, dass du die Möglichkeit hast, günstig auf Cloud-basierte virtuelle Desktops zuzugreifen. Ja, das ist ja der Sinn von einem Thin-Client. Ja. Du hast nur noch ein Kastel und das leitet dir nur deine Inputs weiter und gibt die Ausgabe irgendwie wieder aus. Genau, das ist eigentlich der Sinn davon. Das ist eigentlich das, was Microsoft mit Windows vorhat. Genau. Amazon macht das Gleiche. Ich meine, auch OS haben sie, Fire OS oder wie das auch immer heißen mag. Ja, das macht nachher auch nur Sinn, wenn man sich da remote Windows oder ein richtiges Betriebssystem anzeigen lassen kann. Ja, in der AWS Cloud dürfte es möglich sein. Mhm.
Ja. Also ich weiß nicht, ob das von Amazon einfach gleich einmal ein Versuch ist, um zu sagen, ja, schauen wir mal, ob das interessant wäre. Um es dann wieder abzudrehen, wahrscheinlich. Oder einfach zu sagen, ja, schauen wir mal, vielleicht nutzen das ja wirklich Leute. Ja, gut, bei ABS muss man ja immerhin sagen, das wird ja nicht stiefmütterlich behandelt, das ist Na. das Hauptgeschäft von Amazon. Der Shop, der läuft ja mittlerweile nur noch nebenbei. Ja, ist jetzt auch nicht klar, aber Ja, ja, ist im aber Verhältnis dazu nebenbei, Prime ja. Video und der Shop läuft nebenbei. ABS ist das Hauptgeschäft. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, fürs Business-Umfeld könnte ich mir das theoretisch schon vorstellen. Internetanbindung vorausgesetzt, aber ja, ich bin kein Cloud-Freund von dem her. Bäh. Ja gut, das ist jetzt so, um AWS wärst du für gewisse Anwendungen fast nicht drum herum kommen. Ja, eh, für gewisse Anwendungen. Aber da Das geht es ja ist. darum, dass man einen Thin-Client für das Geschäftsumfeld zur Verfügung stellt. Keine Ahnung, die Buchhaltung drauf machen oder so ein Blödsinn. Das war ja der Sinn von den Ja. Thin-Clients früher in den 90er, Anfang 2000er, wo ja die, Ja, ja, wo ja, sie ja. die, gibt's ja, teilweise gibt es sie ja immer noch. Aber das ist ja der Sinn. Es läuft alles zentral. Und der einzelne User kann kein Mist bauen und er ist ja auch vollkommen arbeitsplatzunabhängig. Ob er sich da beim Arbeitsplatz neben dem Würstelstandl einloggt und weiterarbeitet oder ob er den Arbeitsplatz hinten im Großraumbüro hat, macht keinen Unterschied. Er loggt sich ein und ist immer auf seinem Gerät. Unabhängig Genau. davon, unabhängig davon, ob was für eine Hardware das er verwendet. Ja. Ich mag Cloud nicht, also. Gut, dann mache ich gleich noch das Kann mir das zweite gestohlen dazu, weil es bleiben. jetzt dazu passt. Ja. Und zwar Amazon QAI startet auch noch. Das ist jetzt hauptsächlich für Contact Centers. Also das kriegst du jetzt dann in die AWS Cloud ebenfalls. Und das ist eigentlich ein KI-Assistent für Firmenanwendungen. Also wo der dir aufgrund von deiner Dat von deinen Daten dann Antworten geben kann. Also natürlich, das wird da auch erwähnt, weil du musst dann ja der ganzen Sache deine kompletten Firmendaten geben, sonst kann er da ja keine Antworten drauf geben. Es gibt sozusagen so, wie man es im Englischen liebevoll nennt, so Guardrails. Ja. Lei, wie die funktionieren, weiß ich dann nicht. Also du fütterst ja KI mit allen Informationen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollten, könnten. Naja, es ist eigentlich, das ist für die gedacht. Also das ist jetzt, so wie ich das da verstehe, ist das firmenintern. Intern. Oh. Und Amazon nutzt die Daten aber auch nicht, um die KI zu trainieren. Sagen Sie. Steht da drin, ja. Das heißt, du fütterst die KI, um die KI nach deinen Ansprüchen zu Ja, trainieren. eigentlich machst du das, du hast eine KI in der KI. Weil Amazon stellt da ja quasi seine KI zur Verfügung und jetzt fütterst du deine Daten rein, die in einem separaten Container laufen und die KI das dann quasi auswerten kann, was du möchtest und das aber nicht publik macht. Das bleibt also intern in den Container Das drin. ist dann eigentlich Assistant für Interner, den du zum Beispiel füttern kannst Ja. mit alle deine Tickets im Jira, mit alle deine Tickets im Confluence, mit alle. Sie haben da jetzt zum Beispiel ganz ein simples Beispiel genannt. Zum Beispiel, du fängst neu bei einer Firma an, Ja. bist Grafiker und du weißt nicht, wie die Logos, die CIs und die Farben zu verwenden sein. Und das ist da drinnen, dann kannst du fragen, okay, wie ist denn das Logo in Schwarz-Weiß zu Ja, verwenden? okay. Und dann kriegst du die Antwort drauf. Das wäre jetzt wahrscheinlich kein großes Firmen.
Firmengeheimnis, wo ich sagen muss, das kann auch öffentlich irgendwo stehen. Interessanter wäre es dann, wenn es dann halt um hochsensible Daten geht. Ja, interessant kann ich mir das für manche Sachen durchaus vorstellen. Keine Ahnung. Du machst Softwareentwicklung, hast unterschiedliche Baustellen, echt viele Konzepte zusammengefasst in unterschiedlichsten Ordnern, in einem Confluence, als PDF bei dir direkt vorliegen, als Word-Datei. Du hast tausende Jira-Tickets mit Bugs und Feature-Requests. Ich bin voll bei Dann dir. ist Also rein von der, das cool. wie nützlich das Ding ist, das ist sicher Weil extrem du super, kannst weil wirklich das auch spart dir. vorstellen, du, schau mal nach, gibt es da ein Problem und haben wir das schon einmal gefixt? Wenn ja, in welcher Version war das? Und wenn du das Richtig. vielleicht noch mit Git koppelst, gib mir nachher auch noch den Commit, außer ich muss einmal da was nachschauen. Ja. Das von den her, also das ist sicher gut, ich stelle mir das rein datenschutztechnisch, stelle mir das Ding spannend vor. Ja, das ist das, was ich mir auch gerade gedacht habe. Ja, schwierig. Weil ich sag so, wenn das Ja. datenschutztechnisch auch noch sauber ist, wird das wahrscheinlich jede Firma sofort nutzen wollen. Ja. Weil wenn du dir das sporst, das selber zu entwickeln, der Sportarbeit Ja, klar. und Rechenleistung. Ja. Ja, Amazon wird schon wissen, also es steht da drinnen, was verlangen sie? Sie verlangen $40 pro Pricing for Amazon Q in Connect 40 Dollar per Agent per Month. Monat. Also pro Nutzer. Also was jetzt? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, was sie als Agent definieren. Das ist schon was die Agency, oder? Naja, könnte jetzt sein, was für jeder Agent, was ist das jetzt an? On Amazon Connect Q is deployed in real time. It essentially listens to in on a customer call to get information like account details. Ah, okay, da ist es A dafür gedacht, dass es die bei einem Callcenter Agent noch ein A unterstützend eingreift. Richtig. Okay. Richtig, das heißt, dass du da die Informationen kriegst, natürlich. Ja, und das ist jetzt sowas Ähnliches wie Microsoft Copilot, das jetzt auch überall reinkommt, Ja. auf, teilweise wahrscheinlich auf Zwang. Ja, im Outlook, ja. Weil das ist ja so, sie haben ja da nur Notion announced, also Notion, falls es jemand nicht kennt, ist eine sehr populäre Notizen-App. Es ist halt so, wenn du da quasi dein Ding Zugriff auf all deine Notizen gibst als Beispiel, der weiß halt dann alles. Und die Frage ist halt immer, ist es dann wirklich nicht zum Training der KI? Was, sowas hätte ich gern. Sowas hätte ich gern. Das wäre in meinem Alltag sehr nützlich, aber ich würde das gern haben wollen als On-Device. Das muss bei mir am Device indizieren und das muss bei mir am Device laufen. Ja, das ist, dann bist du eigentlich genau auf den Apple Qualcomm-Ansatz. Die gehen ja in die Ja, Richtung. genau. Obwohl das halt auch da immer so, aber sonst ist das natürlich. Hast denn? Da gibt es nämlich sogar für macOS On-Device KI-Index Data Search. Da gibt es sicher was. Warte mal. Ich hab mir das nämlich einmal nicht getestet, sondern ich habe mir das einmal näher angeschaut und zwar, wie hat denn das geheißen? Ich habe es dann irgendwann deinstalliert, weil ich so viel Spam eben von dem Unternehmen kriege. Also nicht Spam, sondern die haben sicher jeden zweiten Tag einen Link geschickt. Ja, jetzt kannst du das einmal kostenlos testen und das noch einmal. Das ist nämlich wirklich so eine Software gewesen, die indiziert deine E-Mails komplett, deine Spotlight-Suche, deine System-Settings, alle Dokumente, die du hast und du brauchst nur was reinschreiben. Und der hat er das ausgeworfen. Sogar mit Historie. Also quasi auch noch so eingebaute
Scheiße, wie heißt das Backup bei Apple? Time Machine, ja genau. Ah, du meinst, dass du einen Versionsverlauf gehabt Ja, hast? genau. Nicht nur, sogar ein Versionsverlauf. Wann hast du daran gearbeitet? Mir fällt jetzt dafür, dass die mich so mit E-Mails zugekackt haben, fällt es mir jetzt echt nicht mehr ein, wie die Software damals geheißen hat. On Device KI, Extension Spotlight. Ah, Spotlight, ja, okay. Nein, folgt leider die Software nicht mehr. Vielleicht doch nochmal einen Blick wert. Mir war die damals noch ein bisschen zu spooky. Aber das und genau in die Richtung würde so Amazon Q-Dings auch finden, nur on device. Ja, gut. Ja, schaut nicht danach aus, dass Amazon das Ziel im Wunsch erfüllen Na, wird. glaube ich auch nicht. Gut, kommen wir zu was anderem. Wieder mal zu einem spacigen Thema, weil wir so selten was haben. Oh, Space. Chandrayaan 3 ist zurück auf der Erde. Nein, nicht auf der Erde, aber in der Erdumlaufbahn. Das war die Mondmission von den Indern, die ja im Gegensatz zur nahezu parallel ablaufenden russischen Mondmission funktioniert hat. Ja. Und die sind jetzt zurück in der Erdumlaufbahn. Sie haben eigentlich mehr erreicht, als sie wollten. Das war glaube ich, dass es zurückfliegt wieder, war eher so das Sahnehäubchen. Und sie haben es geschafft. Was ich sehr bemerkenswert finde, vor allem in Anbetracht dessen, dass die Mondmission, und jetzt habe ich die Zahlen leider nicht mehr, aber dass das eigentlich eine spottbillige Mondmission war. Die hat nämlich Kost nur 91 Millionen Dollar gekostet. Oder? Na, warte mal, 91 Millionen. Ja, stated that the estimated cost would be around. Ja, genau, irgendwas sowas mit 91 Millionen Dollar. Also spottbillig. Und wir schaffen es weder ESA noch NASA und Ruski, wie heißen die? Roskosmos, wir schaffen es nicht, wieder sinnvoll auf dem Mond zu landen. Und die machen das quasi mit einer Budget-Version einer Mondsonde. Was ich ziemlich bemerkenswert finde. Ja, du, also warum also, nicht? Also, es war jetzt nicht bemannt, aber trotzdem, mit einem Rover landen, dann wieder zurück und find ich cool. Also. Ja, du, Indien hat da ja, was im Bereich so Entwickler etc. angeht, seien die ja, da kann man nicht klagen. Eben, ja. Also da sind schon fähige Leute. Eben, ja. Also die haben auch gute Ausbildungen. Und ja, also das ist schon, na klar, also ist eine gute Leistung gewesen. Bemerkenswert, ja. Muss man anerkennen. Ja. Muss man anerkennen. Definitiv. Gut. Kurzer Ausflug aus dem Mond zum Mond und dann geht es wieder zurück in die beinharte Realität. Ja, getreu nach dem Motto von Apple, nehmen ist seliger als geben. Apple zahlt erstaunlich wenig an Lizenzgebühr pro ARM-Chip. Ich glaube, Apple zahlt unter 30 Dollar Cent pro ARM-Chip, was verkauft wird. Das ist, also Apple macht weniger als 5% vom Umsatz vom ARM aus. Also, und Apple hat den Deal noch bis 2028 und haben dann aber schon verlängert auf 2040. Ich meine, sie werden danach sicher mehr zahlen. Was, ab 2040? Ab 2028. Ah, okay. Ja. Aber bis 2028 zahlt Apple relativ wenig. Was ist das? Was senden so die
das war, man weiß es ja nicht. Also man weiß ja nicht, was so Nein, es ist, handelt es das steht ja mit leider. den großen Abnehmern ja immer aus. Ja, aber sozusagen, sie haben gesagt, also das zahlt keiner so wenig. Ja. Natürlich. Ja, war ein guter Deal von Apple. Die haben einen guten Deal gemacht, ja. Aber du kannst ja nicht ein iPhone um 1 Euro teurer machen, nur weil du noch einen 1 Euro oder 1 Dollar an Lizenzgebühren zahlst. Nein, Apple macht es gleich um 10% teurer und zahlt dafür die anderen weniger. Wie halt immer. Ja, also guter Deal. Gut, Apple könnte sich auch leisten, da 10 Dollar Lizenzgebühren pro Arm Device zu zahlen, aber kannst du sicher sein, wird nicht passieren. Wird nicht passieren, ne? Jörg? Ich meine, mich wundert leider immer, ich bin teilweise echt überrascht. Also ich meine, es steht da jetzt nicht drinnen, was Apple dann von 2028 wegzahlt, weil eigentlich ist Apple ziemlich committed auf ARM im Moment. Mhm. Also auskämen würden es nicht. Nein, eh nicht. Also das ist unmöglich, dass die da in irgendeiner Form das jetzt da, das umschiefen können. Also ARM ist als Technologiegrundlage gesetzt. Ja, bis 2040 sowieso schon einmal. Es würde mich wundern, wenn es früh, also ja, also alles andere halt ja unrealistisch. Ja, andererseits, so weit weg ist es nicht, 2040. Na eh, sind aber 16 Jahre. Risk V oder Risk 5, ich weiß bis heute nicht, wie man das nennt. Ja. Ist halt nach wie vor, wir reden von ja, Smartwatches vielleicht ja. In Zukunft. Also. In 15 Jahren kann sich da aber noch ein einiges In tun. 15 Jahren schaut die Sache anders aus, aber bis dahin glaube ich es nicht. Ist es. Weil man kann sich anschauen, wie lange ARM gebraucht hat, ja, um da zu sein, wo es jetzt ist. Es ist einmal gesetzt, ja. Wann war denn der Schnitt von der PowerPC auf die x86? Ich schaue noch kurz. Mac Transition to Intel Prozess 2006 bis 2007. Ja. Und der M1 ist gekommen. 2020. Ja, knapp 13, 14 Jahre. Ja. Möglicherweise in 13, 14 Jahren der nächste Wechsel. Ja, also klar, ich meine, haben wir eh schon, glaube ich, in der letzten Sendung gehabt, dass RISC V, RISC 5 halt die Vorteile hat, dass es halt kein Patent mehr drauf gibt in genau, den Sinn. Jeder kann wirklich. Es gibt generell kein Patent drauf, also das ist patentfrei und am grundsätzlichen ja. Konzept kann dann jeder selber rumbauen, wie er will, ja, genau. Ja. Also das ist halt, ja, ist so. Mhm. Also wahrscheinlich zahlt Qualcomm, wird ARM mehr zahlen als Apple wahrscheinlich. Ja. Gut, dann habe ich eine News, die sich eh schon wieder selber eingeholt hat. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt noch erwähnen soll. Ja, gibt es das jetzt echt wieder nicht, oder was? Lass mich kurz zusammenfassen für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. So. Ja. Es gab da kurzfristig mal die Antwort, eine Android-Applikation von Beeper, die nennt sich Beeper Mini, und mit der war es möglich, etwas, was in den USA viel gewünscht ist, aber in Europa eigentlich absolut irrelevant ist. Also vollkommen blöd. Ja, nämlich iMessage, also Apples Messaging-Protokoll zu nutzen. Und Apples Messaging-Protokoll funktioniert nur auf Apple-Geräten. Sei es iPad, iPhone, Mac, iMac. iPad, ja. iPad, alles. Also nur auf Apple-Devices. Ja. Und Beeper hat es mit Reverse Engineering, also
nur gehen wir noch einen Schritt zurück. Es hat vor einigen Wochen hat Nothing Phone einen ähnlichen Service angeboten. Ja. Ich glaube, wir haben das auch kurz einmal erwähnt gehabt oder sowas, oder? Ich habe es halt gelesen irgendwo, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwo war, aber ja, sie haben es. Nothing hat auch so, also Nothing sind die, die mit so Android-Handys jetzt um sich werfen, qualitativ relativ hochwertig und ja. Und die haben auch eine App angekündigt, zusammen mit einem anderen Dienstleister, mit dem es auch möglich war, iMessage am Android-Phone zu nutzen. Das Krux an der Sache war allerdings, das war kein natives iMessage, sondern du hast dich quasi auf einem Remote Mac angemeldet mit deinen Credentials, unverschlüsselt, und der Remote Mac hat nichts anderes gemacht als einkommende iMessage-Nachrichten, die da ankommen, auf dein Android-Phone weiterzuleiten. Das heißt, sicherheitstechnisch eine komplette Katastrophe, weil natürlich der Remote Mac sich einloggen muss, deine Nachrichten lesen kann, die copy, pastet und dir dann zustellt. Dann antwortest du drauf, dann schickst du deine Nachricht an diesen über den Service wieder dahin und der übersetzt es wieder an den iMac. Das heißt, deine ganzen Nachrichten sind mittendrin einfach einmal entschlüsselt und wieder verschlüsselt worden. Ja. Und Beeper hat einen anderen Ansatz gemacht. Sie haben das Anbindungsprotokoll von iMessage reverse engineert und du hast quasi die direkt entweder mit der Telefonnummer oder mit deiner Apple-ID direkt über die App aber an den Apple-Servern authentifizieren können. Das heißt, die Nachrichten sind wirklich eins zu eins zu dir von deinem Device zu Apple gegangen, von Apple zu deinem Device. Also sicherheitstechnisch unproblematisch, prinzipiell. Prinzipiell, sage ich jetzt. Für Apple ist es natürlich ein Problem, dass jemand per Reverse Engineering sich da Zugang zu seinem Kommunikationsserver einen Zugang gebaut hat, ist andererseits für Apple so in der Richtung sicherheitstechnisch ist das jetzt auch nicht ganz fein. Und ja, heute habe ich gelesen, also Beeper Mini ist jetzt schon wieder ausgeschlossen, also es ist nicht mehr möglich, iMessage-Nachrichten über diese App, über Android an Apple zu senden oder an Apple Nutzer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Beeper Mini hat iMessage können, kann es jetzt nicht mehr. Okay, okay. Ich meine, ich bin gespannt, wie lange Apple dieses Feature überhaupt noch in der Form als so geschlossen aufrechterhalten kann. Ja. Weil mich das ja nicht einmal wundern, wenn in Europa zumindest das, dass sie gezwungen wären, das quasi zugänglich zu machen. Also in Amerika weiß ich nicht, in Amerika kann ich mir vorstellen, dass sie es beibehalten. Werden sie es A freigeben und das, so wie bei der Transition zu USB-C, als großen Fortschritt in der, das mobilen Gerätewelt. Ja, anpreisen. Weil es ist ja so, in Europa muss ja Apple auch den App Store quasi muss ja alternative App-Stores zulassen. Das kommt ja schon. Ja. Das machen sie aber in Amerika komischerweise nicht. Ich meine, ich bin total überrascht. Wäre da sicher auch gekommen, weil soweit ich das in Erinnerung habe, plante Kalifornien da genau in die Richtung auch ein Gesetz zu erlassen. Also gucken wir mal. Wäre eigentlich okay, weil am Mac kann ich es auch, warum soll ich es da nicht dürfen? Obwohl, man muss auch sagen, am Mac mit Drittanbieter-Software, Apple macht es da schon auch mühsam, die zu installieren. Na wieso? Sie weist die nur darauf hin, dass es aus einer unsicheren Quelle stammt. Ja, aber dann kann auch teilweise sein, dass teilweise musst du dann mit Command oder Option öffnen, damit er da überhaupt diese Option anzeigt. Ja, finde ich, ist eins von den am wenigsten lästigsten Features. Unter Windows machst du einen Doppelklick und du hast schon die Malware drauf. Da hast du wenigstens noch die Möglichkeit zu entscheiden, was du tust. Aber ich sag so, normal, wenn ich was installiere, dass er mir zuerst ausgibt, nein, das kannst du nicht installieren. Nein, das finde ich gut. Das ist genau das Gleiche, wie was ich auch unter
bei Linux-Software ganz gerne habe, dass wenn ich weiß, dass eine App-Applikation Root-Access oder sowas haben will, dass das ohne Eingabe des Passworts und des Benutzers gar nicht erst funktioniert. Und da in dem Fall auch. Ist jetzt ich vielleicht weiß, ein bisschen ein anderer Ansatz. Ich finde das gut. Ach, geht mir meistens mehr am Senkel. Es passiert nicht, wenn es signiert ist. Also von dem her muss man es halt signieren. Ja. So wie unter Windows. Ja, kostet halt wieder Geld. Ja, sicher. Ja, aber kostet halt wieder. Kostet bei Windows genauso Geld. Das ist halt. Aber ja, ist halt so. Ja, jedenfalls Drittanbieter Store, ja, okay. Werde ich nicht nutzen. Also von dem her ist mir das wurscht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht nutzen werde, mal. Ich meine, es kommt drauf an, was es für einer ist und was da drinnen ist. Das natürlich, aber. Also, ich meine, weil ich sage zum Beispiel, warum sollte ich für eine App im Original App Store 30% mehr zahlen? Das, wenn ich sie kaufe. Und das stimmt schon. Was mir unter iOS fehlt, ist ein alternativer App Store, so wie das. Unter Android. Da. Da, Open Source. Der hat nämlich nur. Was ist denn das für Kack-Suchmaschine? Search Brave, ja, natürlich. Nehmen wir mal eine richtige Suchmaschine. Das Einzige, was Google kann. F-Droid, genau. Ja, da schau, da kriege ich sogar die Information sofort bei Google. Nämlich F-Droid, der ja ein alternativer App-Store ist mit Free- und Open-Source-Software. Und sowas hätte ich gerne zum Beispiel unter iOS. Ja, das wäre ja dann auch möglich. Mhm. Also das wäre ja nicht schlecht. Also weil da kann man sich so interessante Alternativen wie NewPipe zum Beispiel installieren. Ist eine Möglichkeit. Was ist denn das? Eine Möglichkeit, um YouTube-Videos zu sehen, ohne YouTube. Herunterzuladen und mit Werbung voll geschissen zu werden. Ja, das ist, das stimmt. Ja, genau. Naja, vor allem, was dann auch endlich möglich wäre über einen alternativen App Store, wahrscheinlich, dass du endlich einen alternativen Browser, der nicht auf ein WebKit von Apple basiert, installieren könntest. Würde ich halt hoffen, aber ja. Das ist die Frage, ob sie das passt. Das weiß ich nicht, ob sie das zulassen würden oder können. Na, können sicher, aber würden. Ja, normal, wenn es heißt, sie müssen es öffnen, müssten sie es eigentlich ermöglichen. Naja, aber die Richtlinien von Apple sagen ja, alles muss die interne Browser-Engine verwenden. Ja, wenn du das System öffnen musst, dann weiß ich ja nicht, ob das noch okay ist. Weil im Endeffekt, ich wüsste bis nicht, wie mit was das argumentiert werden sollte. Sicherheitstechnischen Bedenken? Keine Ahnung, weißt du es nicht? Ja, das haben sie beim App Store auch gesagt. Na, auf alle Fälle. Ich meine, sie werden sicher, ich bin bei dir, sie werden sicher am Anfang nicht ermöglichen. So abgekapselt wie der ist, bin ich auch froh, dass der so abgekapselt ist, weil ich muss bei Apple oder bei iOS Devices keine große Sorge haben, dass ich mir irgendeine Scheiße aufs Handy hole. Und wenn, mache ich es mit Ansatz selber. Bei so einem alternativen App Store will ich nicht wissen, was dann das versehentlich eine App noch am Per-Side-Loading noch nachliefert. Das ist eine andere Geschichte, aber zum Beispiel der Brave-Browser und der iOS wäre nicht schlecht. Hm. Halt wirklich nicht auf WebKit basierend, wo er dann ziemlich für die Fisch ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also der Brave-Browser und der iOS ist eigentlich gleich wie ja jeder andere unter iOS. Ja. Der macht keinen Unterschied.
ich weiß nicht, ich komme mit Safari zurecht und den eingebauten Funktionen, die er hat. Und als Adblocker habe ich mir da noch meinen separaten Service laufen. Also, ich weiß nicht. Na, da habe ich gar nichts laufen, aber ja, ich meine, er funktioniert schon. Aber ja, ich hätte gern meinen Brave Browser auch da in vollen Umfang. Okay, na. Gut. Jetzt habe ich nichts mehr. Aber du hast noch ein schönes Thema. Ja, ja. Und zwar der berühmt-berüchtigte Tesla Cybertruck. Das ist das Auto von dem Wahnsinnigen da, oder? Ja, du musst jetzt spezifizieren, von welchen. Also das ist ja nicht mehr so leicht in der Welt. Von dem amerikanischen Wahnsinnigen da. Ja, das ist gut, das gibt es auch noch immer viele mit Auto. Von dem superreichen ja, amerikanischen Wahnsinnigen. Das grenzt auch noch immer nicht weiter ein. Okay, passt. Red weiter. Also, ja, es ist von Tesla. Eigentlich kann es auch ein Lesepick sein. Und zwar, es ist ja das Witzige, wenn anscheinend Apple nur 15% der Vorbestellungen des Cybertrucks erfüllen könnte oder kann, wäre das so viel, wie ganz Toyota in Amerika Trucks verkaufen würde. Mhm. Das heißt jetzt, das wäre dann eigentlich, ja, das wäre brutal, oder aber das ist sozusagen jetzt der Genickstoß oder der Genickschuss für Tesla. Weil wenn das Ding floppt, dann ist es ein richtiger Flop. Der hat so viele Vorbestellungen, echt? Ja, ich meine, so. Die Sache ist jetzt aber das, sie haben ja relativ viel versprochen, das Ding ist teurer geworden, hat weniger Reichweite und anscheinend ist die Produktion nicht ganz so einfach von dem Ding. Und nebenbei widerspricht es ja eigentlich allen Grundsätzen, für die ein Elektroauto steht. Naja, ich glaube, der Käufer will nicht ein Elektroauto, sondern will einfach eine martialische Höllenmaschine haben, oder? Ja, du hast einen Panzer auf Rädern. Ja. Weil ich glaube auch, was man so gelesen hat, in Bezug auf Fußgängersicherheit soll das Ding horrend sein. Ja, ja. Also, ich bin einmal gespannt. Also, ich kann mir ja noch nicht einmal vorstellen, dass das Ding in Europa eine Zulassung kriegt. Hat es Bremsen, hat es Reifen, hat es Spiegel? Ja, ja, nein, aber das ist ja trotzdem, du musst ja da gewisse Auflagen erfüllen, was den Fußgängerschutz etc. betrifft, und schau dir das Ding an. Ja. Also, ich verstehe ja nicht, das Auto vorbestellt. Das ist genau das, was ich mich frage. Was ist die Kundschaft von dem Auto? Was ist die Zielgruppe? Wer? Warum? Nein, du, ich das frage ich mich. Na, verstehst du? Clemens führt selbst Gespräch. Ich verstehe es nicht. Es schaut einfach aus, als hätte es ein Kind gezeichnet. Es hat, okay, ich mein, es hat super viel PS und Allrad. Okay, ja, gut. Damit wird man schon einmal gleich mal ein paar mit wenig Hirn einmal richtig ködern. Aber dann hört sich es aber auch schon auf irgendwie, weil du, das Ding widerspricht eigentlich allen Grundsätzen. Das Ding, also kann es nur Erfolg werden. Kann es nur Erfolg werden. Ja, aber das Ding ist klobig, ist sündhaft teuer, hat keine Reichweite im Verhältnis von dem, was versprochen worden ist. Was ist denn die Reichweite, was sie jetzt so ankündigen langsam? Warte mal, es gibt ja jetzt, du kannst ja so einen Range Extender drauf stöpseln, den kannst du ja noch separat kaufen. Hinten als Anhänger mitziehen, oder was? Nein, das ist auf der Ladefläche
Fläche da, genau, das ist das Bild. Das da. Dieser schwarze, ja. Ah, okay. Also das ist der Range Extender, den du dazu stecken kannst. Warte mal, was haben sie versprochen? So, der Cybertruck wird ja auch nicht außerhalb von USA, Kanada und Mexiko so schnell passieren. Wo haben sie denn das stehen? Tesla. Also, ich bin... Ja, aber es kann nur Erfolg werden. Schauen wir mal, sie müssen erst einmal diese Mengen produzieren. Wenn sie schon so viele Vorbestellungen haben und wer sich sowas Sündteures kauft, tut sich sowieso immer schön reden, egal was für eine Probleme das mit sich bringt. Weil man will sich ja nicht die Blöße geben, dass man einen teuren Schrott gekauft hat. Na, es ist ja so, die Reservierung kostet ja nicht so viel bei, bei Tesla. Die liegt ja irgendwo zwischen 100 und 1000 Dollar. Ja. Das heißt ja noch nicht, dass du dann den tatsächlich kaufen musst. Achso, okay, ja gut, stimmt da wieder, ja. Was auch witzig ist, ihr habt schon viele gesehen, die ihre ihre Vorbestellungsgarantien sündhaft teuer weiterverkaufen. Weil du hast ja einen Platz auf der Warteliste noch. Okay, ja, gut. Also ja, ich werde das Auto nicht verstehen. Ich weiß schon, dass in Amerika sehr viel Pickups gekauft werden. Ja. Wobei sich mir der Sinn von einem Pickup für den Großteil der Nutzerinnen und Nutzer nicht erschließt. Ich sehe bei uns auch sehr viele Pickups immer fahren. Das ist nicht nur auf Amerika. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe die nicht. Also wenn ich jetzt nicht, was Gott was zu liefern habe, dass ich es einfach leider raufschmeißen muss, ich kapiere den Sinn davon nicht. Es tut mir leid. Für mich vollkommen sinnvoll für Handwerksbetriebe, wenn man schnell von A nach B was bringen will. Es ist trotzdem wahrscheinlich mehr, bringt man unter einen gescheiten Bus, also in einen Bus hinten mit Ladefläche. Ja. Aber ein Pickup, wo man halt einfach das Zeug draufschmeißt und von Baustelle zu Baustelle fährt, wenn man, keine Ahnung, vielleicht schnell von A nach B oder häufig wechselnde Baustellen hat, innerhalb von einem Tag oder so, wo man einfach nur das Notwendigste hinten einhaut, geschenkt, super. Für einen Häuslerbauer, der dahin fährt zur Zeitkohlen, dahin fährt zur Zeitkohlen, das auf die Baustelle bringt, da aber aufbaut, abladet, einladet, wegfährt, geschenkt, super Idee. Kurz Auto, habe ich nichts dagegen. Für Abenteuerurlauber, die sich da hinten auf vielleicht noch einen Aufbau mit Campingzelt und so weiter machen, auch geschenkt. Gibt es bessere Lösungen, aber auch eine gute Möglichkeit. Aber für die Mama, die ihren Einkauf beim Interspar macht, ist Kind du, hinten du auf der hinteren Sitzreihe festschnallt und die Bierkisten hinten auf die Ladefläche schmeißt. Also ich verstehe nicht, da musst du das Auto kaufen. Hallo, wie kannst du sonst zum Interspar einkaufen gehen? Das ist vor allem, unmöglich. Wenn wieder Bieraktion ist, ja, stimmt. Vor allem oder in die Innenstadt in eine kleine Parklücke mit dem Auto rein, ist geschenkt. Super, geht der perfekt mit so einem Auto. Oder ich stelle mir perfekt so riesengroße Garagen vor. Ja. Also es muss ein Traum sein mit dem Auto. Ich glaube auch. Vor allem nebenbei, dass diese Pickups ja immer ein tolles Problem haben, wenn es regnet oder schneit, die seien nie hundertprozentig dicht hinten bei der Ladefläche. Nein, eh nicht. Also das ist einfach per se, ich sag das sein einfach, ja, das ist ein reines Arbeitsgerät für mich. Ja, sowas. Vielleicht ist der Cybertruck auf das ausgelegt, aber dafür ist er zu teuer. Dafür ist er, glaube ich, um Welten was, zu was teuer. Was kostet denn ein Ford Raptor? Was kosten denn die? Ich habe, das sind so Autos, die für mich, ich denke mir da einfach, was soll ich Na, mit denen? Was habe ich jetzt getan? Nein, ich wollte kein Tor aufmachen. Ja, den gibt's. Es gibt aber einen Ford A als E-A. Als ja, ja, das schon. Das spricht da nichts dagegen, aber. Also, du musst schon das Elektroauto natürlich vergleichen.
Ja, na. Sonst wär's unfair. Na, generell würde ich gerne wissen, was so die Autos jetzt so in der normal. Okay, auch der 70.000 Euro. Ja, aber gut, das kauft kein, das kann ich jetzt schon sagen, den kauft kein Handwerker. Wohl, da fahren viele von. Da fahren Also, viele der Ford Oma. F, also der Ford F150 Lightning, was anscheinend diese E-Version ist, der kostet ab 59.000 Dollar. Nein, der hat doch einfach 8 Motor. Achso, der Lightning. Okay, Lightning hast du gesagt, gell? Ja, nein, wir reden wirklich vom Ding, also dass man Elektroauto Hm. vergleicht. Nein, ey, aber ich vergleiche es jetzt mit einem normalen Verbrenner, weil das ist das, was eigentlich die am Bau interessiert. Die interessiert es nämlich nicht da irgendwo, wenn du abseits von irgendwo bist, eine Ladestation Also oder eine Ladesäule, wie jetzt soll es funktionieren? ganz auf die schnelle Toyota. Ja, 45.000 Hilux, ja. inklusive Mehrwertsteuer. Genau, ja. Ja, Ja, eben, ja. was gibt es da noch? Dann gibt es noch, mein Gott, da gibt es ja die, wie heißt die? Irgendwas mit H, da gibt es eine Firma mit H. Honda, Hyundai, Hilux? Hilux, ja, das ist ja der Na, Toyota. warte mal, da gibt es eine, wie heißt denn die? Ich vergiss den Namen nicht mehr. Honda, Hyundai. Na, warte mal. Hisense. Na. Hitler. Na, den sicher nicht, der hat kein Pickup. Da, warte mal, wie haben denn die geheißen? Ich habe den Namen vergessen. Ja, ist ja wurscht. Aber jedenfalls, die Verbrenner sind nicht so Ah, teuer. ja, warte mal, ich glaube, jetzt habe ich es. Isuzu. So, Ah, knapp Isuzu, dran. das ist Mazda, ja, okay. Isuzu als Beispiel. Ja. Der Funk. So, schauen wir jetzt nach, wo der anfängt. Vorne auch viel Lass Oma, mal ja. uns. Lass mal uns überraschen. So, wo ist die Preisliste da? So, da, wo steht da jetzt nur Preis? Aha, da. Okay, ich nehme jetzt einfach, was Simon. weiß ich, Space Cat. Ja, brutto netto mit Nova 44.000 Ja. fangs an. Ja. 44.814. Ja. So. Was kann der Cybertruck mehr? Wahrscheinlich nichts. Eher kann er weniger, nehme ich an. Na, was? Solche Autos werden da genutzt, wo gearbeitet wird. Irgendwo fernab. Ich meine, ich weiß, Unwegsames Gelände ja, und weit und breit kein Strom oder Mensch. ich weiß schon, dass diese Autos zum Großteil zu Lifestyle-Autos verkommen sind. Ja, eben, das ist es ja. Das ist ja genau das. Wobei halt da einfach sagen muss, also das ist halt komplett, das ist ungefähr, kommt man so vor wie die Mercedes G-Klasse mit 6 Rädern damals. Das war so ein Ding, wo sogar schwer braucht es. Man hat sich verkauft wie geschnitten Brot, braucht man Die nicht gibt's mitreden, wohl weil noch. es ja. Ja, ich glaube aber nur mal in sehr spezielle Märkte. Nein, ich meine den mit 6 Rädern. Es hat eine Mercedes G-Klasse mit sechs Was, Rädern ja? gegeben. Ja, den kriegst du, glaube ich, eher nicht mehr neu zu kaufen. Haben sie denn immer? Der ist ja nur in sehr ausgewählte Märkte verkauft worden. Das sind ja eher gedacht als richtige Hardcore-Geländeautos, oder? Na, der war einfach leider Lifestyle-Kutsche. Achso, okay. Okay. Also, das war nicht irgendwas, was man sich wirklich nur fürs Gelände kauft. Naja. Ja, mit dem kann man springen. Mit denen kannst du sicher viel theoretisch machen, leider wird es keiner machen. Ja.
Okay, gut. Samsung Update. Ja, also wenn jemand, warte mal, was war das? Also Samsung verteilt im Moment gerade sein Android 14 Update. Da gibt es allerdings einen Schutzmechanismus, wenn du ein OLED-Display hast. Und da kann es dann passieren, dass da Sachen ins Display einbrennen. Was? Weil dann zu lang Sachen auf derselben Stelle angezeigt werden. Weil normal ist es so, bei OLED werden in minimalen Dingen, das merkst du selber nicht, die Sachen ein bisschen verschoben mit der Zeit. Ja, genau, ja. Und das ist durch das Display eben, ja, da kann sich die Statusbar nämlich einbrennen im Moment. Also es gibt da auch einen Test, wie du testen kannst, ob du betroffen wärst. Du sollst einen Screenshot machen. Die Statusbar eures Handys muss dabei sichtbar sein, dreht das Handy fünfmal ins Querformat und zurück, öffnet nun die Galerie und schaltet euch den Screenshot an. Sind die Elemente wie beim folgenden Screenshot rechts verschoben, ist der Einbrennschutz aktiv, überlappen sie sich, fehlt er. Aha. Ah, okay. Ah, okay, verstehe. Also wenn du natürlich ein LCD-Panel drin hast, kann da das wurscht na sein. Eh. Aber das sind bei Samsung nicht mehr so viele Geräte. Okay. Interessant. Gell? Okay. Haben Sie was vergessen? Ja, da ist ein bisschen was, kann passieren. Sollte aber nicht. Ja, das ist halt ein Problem. Ist Problem bei den OLEDs, ja. Aber ich muss sagen, ich merke jetzt noch knapp 3 Jahre bei meinem 12 Pro überhaupt noch nichts mit irgendwie Geisterbildern oder Einbrenneffekten. Also. Ja, also normal. Na, sollte ich eigentlich auch nicht merken, aber es kann theoretisch bei jedem OLED passieren. Ja. Also es ist nicht, dass du bist nicht gewappnet davor. Na eh. Also sonst, was sicher auch nicht schadet, einmal hin und wieder bei einem OLED in Hintergrund zu ändern. Ja, ja gut, beim iPhone ist das eh relativ, ja, kommt drauf an. Always on, nutzt du Always on? Na, habe ich nie benutzt, weil es bei Apple furchtbar schlecht umgesetzt ist. Ja, okay, bei mir geht's nicht. Also das muss, weil das leider, so wie das Apple umgesetzt hat, das ist für mich, das ist kein Always-On-Display, das ist einfach, ich meine, es ist schon ein Always-On-Display, aber das hat Android wesentlich besser gelöst. Ja. Okay. Weil ich will nicht alle Informationen dauerhaft angezeigt kriegen und dass das Bild so, dann wie so dumpf wird einfach. Ja. Ich glaube, sie haben eh nachgebessert, aber ich habe die Funktion noch nie benötigt, ich werde sie ja in Zukunft nicht benötigen. Ja. Weil wenn ich die Uhrzeit wissen will, drücke ich einmal drauf, dann sehe ich die Uhrzeit und dann geht es wieder aus. Mhm. Ja, stimmt. Genauso mache ich es auch. Ja. Also ich habe es bisher nicht benötigt und ich werde es auch in Zukunft nicht benötigen. Gut. So, und dann noch was. Key2. Und zwar Key2 Wireless Charging. Der Standard kommt jetzt auch. Also Apple ist auch dabei. Mhm. Soll jetzt eigentlich heißen, es kommt endlich unter Anführungszeichen MagSafe für alle. Na, wieso? Weil das genau auf die gleichen Dinge passiert. Key 2 wird auch magnetisch. Ah, okay. Ja, dann kommt wirklich MagSafe für alle. Also es kommt jetzt wirklich für alle. Also das Apple setzt auf den gleichen Standard wie die anderen Hersteller. Damit. Das zweimal in diesem Jahr, ha, unglaublich.
Ja, Apple war aber schon relativ lang, glaube ich, bei dem Konsortium dabei von Das Keynote. schon, aber. Ich meine, ich bin nach wie vor überrascht, dass Apple nicht einfach aus Sturheit beschlossen hat, einen eigenen zu machen. Also, ich bin nach wie vor überrascht, aber vermutlich haben sie es nicht zusammengebracht. Wahrscheinlich. Weil Apple hat ja versucht, diese Matte dort zu machen, wo mehrere Geräte gleichzeitig Ja, laufen die, auf kannst. die warten wir immer noch, glaube ich, gell? Und die haben es eingestellt, mit der sind sie erfolgreich Ah, gescheitert. okay, ja gut. Ja, also das heißt, das kommt jetzt dann für alle. Cool. Hurra! Ja. So, darf ihr mal meine Wasserreserven auffüllen gehen? Du darfst, ja. Okay. Du kannst da während weiterreden oder nicht? Ja, du kennst Mac hier schon. Hier habe ich es ja schon einmal geschickt. Ich tue das kurz präsentieren und. Ja, gib mir ein paar Minuten. Danke. Ciao. Passt. Hat er jetzt gesagt, Wasserreserven auffüllen oder Wasserreserven ausleeren? Ja, wahrscheinlich macht der Bots. Sequenziell, nicht parallel. So. Ich habe da eine echt coole Software für macOS gefunden. Also, wer von euch macOS nutzt, kann die gerne einmal austesten. Die nennt sich Mackie. Im App Store kostet die 10 €. Man kann sie aber auch als DMG-File direkt installieren, kostenlos, weil es ist Open Source Software. Das heißt jetzt. Wenn ihr den Developer da unterstützen wollt, weil euch die Software so gut gefällt, so wie ich es gemacht habe, dann holt euch die App im Mac Store, dann im App Store, die App im App Store, dann kriegt er nämlich von den 10 € 7 € auf sein Konto und kann damit diese App weiterentwickeln. Ganz kurz, das ist ein Clipboard-Manager, also eure Zwischenablage. Das heißt, ihr könnt es die ganze Zeit mit Steuerung C oder Command C unter Mac, Command C, ja genau. So Texte, Textschnipsel in eure Zwischenablage kopieren. Und normalerweise ist es ja so, wenn ihr jetzt etwas reinkopiert in die Zwischenablage, dann ist das da. Und wenn ihr etwas Neues reinkopiert, dann ist das Neue da und das Alte nicht mehr. Und das Coole an der Sache ist, der Mackie, der man hat quasi eine History von allem, was ihr so rein kopiert in eure Zwischenablage, hat noch einen Shortcut, mit denen man schnell auf diese Textschnipsel wieder zugreifen kann. Und im Endeffekt ist dann oben in der Topbar unter macOS einfach ein zusätzliches Symbol, da klickt man drauf und dann hat man wirklich eine Liste der ganzen Sachen, die man so im Laufe des Tages reinkopiert hat. Das kann man sich einstellen, wie viel der zuletzt gespeicherten Zwischenablagen-Einträge drin sind. Man kann auch einstellen, dass sich die regelmäßig löscht, beim Neustart löscht. Und so kann man wirklich, hat man eine coole Übersicht über alles, was man so in der Zwischenablage gehabt hat und hat. Und da ich sehr viel hin und her kopiere und vor allem beim Testen mit JSON-Files drin habe und dann wieder da was brauche und dann wieder da was hinkopiere und so weiter, ist das für mich eine extrem große Hilfe. Echt eine extrem große Hilfe. Kann ich nur jedem empfehlen. Gibt sicher für Windows auch sowas in der Richtung. Haben wir aber da mangels Windows-Installationen, auf denen ich arbeite, eigentlich nicht wirklich getestet. Mackie auf alle Fälle Empfehlung. Okay, der Alex ist auch wieder da. Richtig, ich knusper da in die Leitung. Ja. Ja, also du hast diese App da kurz vorgestellt. Genau. So, und zwar, jetzt habe ich etwas, und zwar, ich frage mich echt, warum gibt es sowas nie in Europa? Mein, was Das ist kommt einfach. jetzt? Na, es ist jetzt, schaut jetzt mal aus, wie ein. So ein stationärer Waschbecken-Container. Aber die haben etwas relativ Cooles. Und zwar, die haben ein Fach oder so ein Ding, da kannst du dein Smartphone reingeben und das wird dann komplett desinfiziert. Du musst nach unten scrollen, dass es siehst. Ich habe noch ein Video dazu getan. Warte mal, wo sieht man denn das? Bist du jetzt schon zu weit unten?
fahr ein bisschen nach oben. Ja, das ist ein Video. Ah! Ja, da, ja, genau. Da steht. Ja, das ist ein Slider. Okay, den kann ich nicht. Ich habe da aber da in den, ich habe da in den Notizen noch ein Video dazu getan, wo man sieht, wie das dann wirklich funktioniert. Okay. Aha. Der tut jetzt da sein Handy. Und jetzt ist das Ding sauber. Ja, was tut das dann bitte? UV-Strahlen und was weiß ich was halt das zeigt, dann reinigen, desinfizieren. Und das sind so Kleinigkeiten, aber gleich wie, ich habe das ja einmal gehabt, das war in Japan, wo sie diese Liftknöpfe waren keine Knöpfe, sondern einfach so Projektionen, wo du drüber gefahren bist. Warum gibt es das nicht? Warum muss ich jeden depperten Knopf bei uns immer angreifen? Das ist super unhygienisch. Ich weiß, ja. Es ist also natürlich das mit dem UV, okay, ist gut. Kommt drauf an, ob das die ganzen Hüllen ja auf Dauer aushalten. Ja, da sollen die Leute keine Hüllen mehr haben. Was ich mache, wir haben einfach bei uns unten im Waschraum, also im Raum, wo halt die Waschmaschine und das ganze Grafisch steht, haben wir ein Spender mit Desinfektionsmittel, und zwar mit einem richtigen, also dem geil mit dem beißenden Geruch. Das, also du meinst die blaue Essenz. Die blaue Essenz, genau. Ja, genau. Und was ich da mache, ich tue mir da ordentlich eine Ladung auf die Hand, nehme mein Handy, reib's ein. Gut, das ist glaube ich für den Screen nicht so gut, aber okay. Für den Screen, wieso? Ich glaube, das ist ein bisschen scharf für den Screen. Ich habe ein Schutzglas drauf. Ah, okay, aber ich glaube, für einen reinen Screen wäre es ein bisschen zart. Echt? Wirklich? Mhm. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil mein Handy schaut immer aus wie neu. Also, Desinfektionsmittel, Handy. Alkohol oder Seife? Okay. Ach so, über die Matte. Ah, da geht es um die fettabweisende Eigenschaft vom Display. Ja. Okay. Ja, aber das macht ein Bildschirm nicht hin. Er ist einfach nicht mehr fettabweisend. Ja, gut. Ja, aber ist nicht das Beste, glaube ich. Wie gesagt, das ist einfach wirklich so: eine einreiben, abtrocknen, fertig. Und da ich ja Schutzglas drauf habe, mache ich mir da absolut keine Sorgen. Ich habe diese Alk-Pads, weißt du, was du vor einer Spritze oder sowas kriegst. Genau. Wo es da das über die Haut. Das nehme ich jetzt, ich nehme so ein Tuch her und fahre damit über mein Smartphone darüber. Ja, genau, so mache ich das. Also daher finde ich UV-Bestrahlung fast ein bisschen overengineered, weil ich weiß nicht, wie das sich auf das Display auswirkt oder auf alles andere. Nein, aber es sind so generell, wo ich mir denke, warum gibt es das bei uns nicht? Warum muss ich in jedem Verkehrsmittel den blöden Knopf drucken? Ja, das ist warum ekelhaft. Muss ich in jedem Lift blöde Knöpfe drücken? Macht sich das einfach, dass ich drüber fahren kann? Ja, ich weiß. Es ist echt irgendwie ekelhaft, so viel zu viel Bazillen überall. Vor allem jetzt wieder. Ich hätte gern überall so Türen mit Schiebefunktion, dass ich nicht was angreifen muss. Ja, genau. Klotüren in öffentlichen Bahnhöfen, die automatisch aufgehen. Vor allem, das ist so ein Punkt, du gehst da auf die Toilette, waschest da die Hände und danach muss ich wieder die Tür angreifen. Weil das kein Ding gibt, die Tür anders aufzumachen. Weil es ist ekelhaft. Einfach echt grausig. Nein, es ist echt, ich finde es ekelhaft. Wah. Ich meine, ich habe einmal eine ganz simple Lösung dafür gesehen. Bei einem Ding haben sie bei der Tür unten so eine Leiste gehabt, wo du in den Schuh hast reingeben können und damit die Tür aufziehen. Ja, das okay, das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja, das ist ja schon etwas. Und sonst gibt es ja den guten alten Ellbogentrick. So. Ja, es ist halt, mach ja ab und an. Ja. Also zum Beispiel in öffentliche Verkehrsmittel nehme ich immer einen anderen Gegenstand, um die Knöpfe zu drücken. Was für ein Gegenstand? Schlüssel,
irgendeine Flasche, die ich gerade in der Hand habe und dann wegwirf oder was weiß ich was. Okay. Oder ich hoffe drauf, dass jemand anderer den Knopf drückt und ich es nicht tun Also. muss. Und das ist mir natürlich das Sympathischste. Also, ja, deshalb grausig. Lass uns zu etwas weniger Bazillenverseuchten kommen. Du hast da noch einen Mac Mini PC. Ah, ja, Hobby. Er ist jetzt kein Mac Mini, aber ist ein Macintosh-inspirierter Mini-PC, Ja. der halt ausschaut wie die alten Macs Mhm. früher ausgeschaut haben. Ist jetzt aber auch gar nicht so, den kannst du von einem Ryzen 3 bis zu einem Ryzen 7 mit sogar 32 GB RAM haben. Oh. Cool. Ist jetzt zwar eher ein nettes Gimmick, aber ja, wenn jemand sowas mag, kann man das natürlich gern haben. Das ist für die Retro-Fanaten. Das ist für die Retro-Fanaten. Nett. Und dann hast du noch Organoids. Organoids. Ja, das war jetzt auch eher Lesepick. Ich habe die Lesepicks aber das mal so gehalten, dass ich nur Computerspiele reingeschmissen Ja, habe. okay. Das ist eigentlich auch eher Lesepick und zwar, das glaube ich, haben wir schon mal in Thomas. irgendeiner Form vielleicht gehabt, aber zwar, es geht im Grunde um das. Du nutzest eigentlich etwas, um in den Körper was einzuschleusen, was dann da drinnen sich entfalten kann. Und zwar, du nutzest in dem Fall ein Organoid. Das ist wie ein Biobot und der kann dann Sachen an gewisse Stellen bringen und zum Beispiel dazu führen, dass sozusagen das wieder zusammenheilt oder sowas, weil er halt gewisse Stoffe hinbringt. Das ist ziemlich neu. Also da ist in dem Fall, da geht es jetzt um Nervenzellen in dem Fall, was man da unten weiter bei Bildern sieht. Das heißt, da wachsen dann Nervenzellen wieder zusammen. Also es ist natürlich, es sind Stammzellen. Es ist sehr verblüffend. Das ist echt irre, Also da ist zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt einen Tumor ganz ja. unten. Du holst da dieses Gewebe, organisierst das und baust dann ein Labor, baust da dann quasi, also dann holst da aus denen diese Daten und damit baust du dann ein Medikament. Das noch zielgerichtet dann den Tumor bekämpft. Und genau. Cool. Ich sehe schon da wieder die Schwurbler, die schreien: Oh mein Gott, jetzt kriegen wir wieder einen Chip implantiert. Mindestens Zähne. Ja. Und was alles cooler ist, ist halt das erste, was auf CRISPR basiert. Cool. Das ist wirklich. Allerdings empfehle ich jedem, das zu lesen, weil ich glaube, ich bin jetzt der Falsche, um das wirklich Ja, klar. perfekt Ja, erklären zu können. sicher. Medizinthemen sind immer sehr komplex. Das ist komplex, ja, aber Ja, gut. das ist wirklich cool. Also denn ich kann generell dieses Substack von Ground Truths, das ist ein gewisser Eric Tupol, der hat immer recht spannende Sachen da drin. Gleiche Leseempfehlung. Ja, perfekt. Dann hast du jetzt einige Spaßpicks. Habe ich noch Ja, du hast was? viele Spaßpicks jetzt. Ich habe keine Spaßpicks. Ich habe keinen Spaß im Leben. Du hast keinen Spaß, Na. Spaßpick. So, fangen wir mit dem ersten an. Warte mal, mit dem ersten. Ist das das Na. erste? Ja, das ist. Hetzer. Und zwar, ich habe etwas auf Steam entdeckt oder was auf YouTube. Und zwar ein Indie-Game, was an die früheren Prince of Persia erinnert. Und das heißt The Siege and the Sandfox.
Ist halt ein Side-Scroller, also nicht so wie das Sands of Time oder sowas. Aber es basiert halt auf diesem Stealth-Mechanismus. Okay. Es schaut sehr, sehr spannend und cool aus. Also, das muss ich sagen, hat mir gefallen, was ich so in den Trailer gesehen habe. Ja, das ist mir leider wieder zu viel Indie. Aber schaut ganz nett aus, ja. Da ist doch zu viel Ich mag Indie. die, ja, ich hab die Schnauzen voll von der Pixelgrafik. Es war mal ganz nett, aber mittlerweile. Du magst keine Nein, Pixelgrafik. ich habe mich satt gesehen. Ich habe mich in den letzten 10, 15 Jahren einfach satt gesehen davon. Hei, das ist ja Na, schade. eh, leider, ja. Na, es ist, wenn es richtig herausragend ist, ist mir das ja wurscht. Aber so ich würde es mir wahrscheinlich selber nicht unbedingt zu einem Vollpreis kaufen, sondern wenn das, keine Ahnung, $10 oder sowas kostet in einem Sale, dann würde ich es mir vielleicht holen und spielen. Aber so Pixelgrafik reizt mich halt einfach nicht mehr so, dass ich jetzt gleich den Knopf auf in den Warenkorb mache. Ja, du musst es kaufen, auch noch, sonst wird es nicht Ja, gekauft. genau, also ja. In den Warenkorb ist zu wenig. Was kostet's denn? Es erscheint ja Ah, erst, okay. es kommt ja erst irgendwann. Ich meine, ich weiß nicht, ob es nur 2023 erscheinen wird. Okay. Aber es schaut relativ, also mir hat es gefallen, weil es mich so an die alten Prince of Persia erinnert Na, hat. vom Style her schaut's ja ganz nett aus, ja. Was übrigens Ubisoft auch wieder mal gut belegt, aber ja. Dafür gibt es einen Film. Oder? Ah, ja, sie haben auch ein anderes Spiel rausgebracht von Prince of Persia, aber irgendwie an das erste 3D Prince of Sands. Sense of Time, So, ja. Sands of Time, da kommt halt nichts ran. Das stimmt. Und was ich schade finde, weil das liegt einfach so um und sie machen nichts damit. So, anderes Thema, du bist eh schon zum nächsten gegangen. Microsoft hat das ja wieder an ugly Weihnachten rausgebracht. Der ist wahrscheinlich mittlerweile schon ausverkauft. Wahrscheinlich. Weil der letzte war mit dem Clippy und der ist auch relativ schnell ausverkauft gewesen. Ja. Ja, wo ich das gesehen habe, waren bei uns im Büro eher ein paar. Haben sich überlegt, das eben für die Weihnachtsfeier zu holen. Würde eigentlich gut passen. Ich muss so sagen, ich habe mir den besorgt. Jesus, it's your birthday. Von dem her, ja, passt. Ich hätte mir jetzt schon gedacht, du holst das so einen schieren Gucci-Pullover. So, du hast noch eine Themen? Einfach damit du ein Statement setzen kannst. Genau. Oh, hör auf. Tu nicht alte Wunden aufreißen. Ja, wir haben das, glaube ich, in der Sendung gehabt. Spaß mit Daten habe ich es genannt. Also, die Datenschutzbehörde hat ja die GIS jetzt gerügt für den Verlust von 9 Millionen Meldedaten. Oh. Ja, Rüge heißt halt nicht, dass jetzt da irgendwas passiert, aber es ist anscheinend irgendeine Sammelklage am Laufen. Wie läuft denn das? Weil die GIS ist ja mit 1.1.24 ohnehin. Ja, spannende Frage. Also irgendjemand hat da halt ein Verfahren laufen, weil der wollte sich nicht damit abfinden, dass es jetzt like quasi eine Rüge gibt. Ja. Man, da steht jetzt in den Artikel zum Schluss: Haupt und Scheiber sehen diese Feststellung als möglichen Grund, dass ihre anstehende Schadensersatzklage gegen die GIS Erfolg haben könnte.
Die Anwälte erfordern einen sogenannten immateriellen Schadensersatz, auch wenn kein tatsächlicher Schaden entstanden ist, also etwa Daten missbraucht wurden, sondern man etwa aufgrund eines Verstoßes erheblich genervt ist, bla bla bla. Sollte die Klage Erfolg haben, könnte potenziell fast jeder Mensch im Land Schadensersatz von der GIS fordern. Ja. Eine Geldstrafe kann die Datenschutzbehörde nicht verhängen, da eine solche in Österreich für die öffentliche Hand nicht vorgesehen ist. Ja. Das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Sehe ich auch so. Ich meine, aber ja. Tja. Na Wahnsinn. Und dann kommen wir zum zweiten Spaß, Spaß mit Druckern. Der ist wirklich gut, ja. HP hat es irgendwie geschafft, einen Bug in seine Drucker zu kriegen unter Windows 10 und 11, ja, dass jetzt alle Drucker HP LaserJet M106-M106 umgenannt sein. M101-M106, ja. Ist es ein Bug von HP oder ein Bug von Windows? Achso, HP so. Smart App, ja genau, okay, na passt. Ja, daraufhin hat jetzt natürlich das Betriebssystem von Microsoft sämtliche Software für den Drucker installiert. Den wirst du gar nicht tauschen. Ja. Also Microsoft hat den Bug behoben. Achso, die HP Smart App ist also auf allen PCs installiert worden, echt? Oder auf, nicht auf allen, aber auf vielen? Ohne deren Zustimmung? Ja, Microsoft hat jetzt das, weil der Drucker umbenannt worden ist, das Problem behoben. Ja. Und jetzt muss ich halt leider warten, dass HP noch ein Update bringt, dass der Drucker wieder normal heißt. Naja, mit Druckern ist nicht zu scherzen. Mit Drucker kannst du vergessen. Wenn die wissen, dass du was drucken willst, machen sie es eher das Prinzip nicht. Ja, eben. Na, wobei ich sagen muss, mit meinen zwei Brother habe ich absolut nie Probleme. Also, ich meine, was witzig ist, ich habe da, ich habe sogar HP-Drucker, aber ich habe den günstigsten LaserJet, den es gibt, der einfach nur Drucker ist und zum Großteil eh nur aus dem Toner-Modul besteht. Ja, genau, ja. Das ist mein Brother auch und der andere ist ein Farbtintenstrahldrucker, aber wie gesagt, das sind Brother-Geräte und die funktionieren sowas von einwandfrei. Die habe ich schon unter Linux verwendet, die laufen unter Windows, die laufen vom Handy, also von iOS aus ansteuerbar. Die laufen so perfekt, also da darf ich mich zumindest nicht bei Überdrucker beschweren. Also ich wüsste, es gibt noch viel bessere Drucker, nämlich Drucker der Firma Durst, keine Werbung, aber so einen kann ich mir leider nicht leisten. Und für den hätte er keinen Platz. Ja, und was willst du damit dann, selbst wenn du ihn Platz hättest und dann leisten könntest, was willst du damit tun, dann deine drei Zettel ausdrucken? Na, da würde ich einfach drei Riesenzettel ausdrucken. Ja, aber das wird ja den Drucker langweilig. Der geht ja aus Prinzip, sagt er so, ich verweigere jetzt die Arbeit. Ach, ich glaube, ich hätte schon viel Spaß damit. Zumindest für eine Zeit und noch ein, ja. Müsste dann wäre es dann langweilig. Dann wäre es wahrscheinlich langweilig, ja. Okay. Na, und ja, also ich verwende meinen Drucker aber so selten, dass ich sagen muss, keine Ahnung. Nein, ich verwende ihn auch kaum. Also wirklich kaum. Also der ist die meiste Zeit ausgeschaltet. Also der ist nicht einmal auf Standby. Na, das würde sich nicht auszahlen, den auf Standby zu schalten. Naja, schaltet sich nur bei mir. Ich hab's eben bei der Steckdose so. Ich habe eine schaltbare Steckdose. Er schaltet sich einmal am Tag für 15 Minuten oder sowas. Lass es einschalten. Einfach nur, dass sie die notwendigen, vor allem der Tintenstrahler wegen eintrocknen. Einmal den Tag fertig. Achso, ja. In Lienz habe ich noch einen Tintenstrahl Multifunktion. Drucker, aber den verwende ich nur zum Scannen. Ja. Dort tausche ich nicht einmal die Tintenpatronen, ist mir vollkommen. Ja. Ist ein Brother aber in dem Fall. Ja. Gut. Der jammert zwar, dass die Tinten, aber ich kann noch immer scannen.
Das ist gut. Bei Canon oder HP kannst du das wahrscheinlich nicht mehr. Na. Ich habe zwei Lesepicks beziehungsweise einen Buchtipp. Einmal wäre es die Enyaror-Saga. Das ist so ein klassischer Fantasy-Opus. Ich bin gerade beim ersten Buch. Gefällt mir gut, kann ich nur sehr empfehlen. Sehr düster, aber unterhaltsam, also sehr fesselnd. Also das geht schnell, der Pick. Also kann ich empfehlen. Die komplette Buchreihe kostet mit 20 Euro jetzt auch nicht wirklich viel Geld, wenn man die als Bundle für ein Kindle kauft. Und dann habe ich noch der Zeit entsprechend einem gewissen Herrn L.O. würde es freuen, vielleicht zu lesen. Ich habe da so eine Arbeitskollegin, hat mir das geschickt. Also L.O. 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 Punkt und dann M.B. Punkt. Ein L.O. Punkt und dann M.B. Punkt. Ich kenne die beiden nicht. Ah, da kennst du vorher nicht, oder? Na, kenne ich überhaupt Okay. nicht. Keine Ahnung, von wem du redest. Okay. Das hast du gut Okay. gemacht. Also so erkennt man sie wirklich nicht. Na, das zweite ist also über die Salzburger Schirchperchten und Krampusse. So eine kurze Abhandlung, was der Unterschied zwischen Perchten und Krampusse ist. Auf Osttirol ummünzen kann man das sowieso nicht, weil in Osttirol gibt es ja alles: Perchten, Krampus, Klauauf und Bartel und keine Ahnung. Bei euch ist das ja sowieso kennt sich ja keiner mehr aus. Aber jedenfalls ist es ein bisschen so eine Abhandlung darüber, eben über wie der Brauch entstanden ist und was so die Unterschiede zwischen die Perchten und die Krampusse sind. Ist interessant zum Lesen, Ja, wenn es einen interessiert. also Also ist ich kann mir nicht vorstellen, jawohl, okay, ich sage jetzt einfach nichts aus Gründen, dass ich nicht verdroschen wäre. ja, zu Recht, wie ich finde. Und dann, weil ich das jetzt gleich schnell durchgearbeitet habe, kann da Alex noch seine Buchtipps oder Lesetipps noch gleich noch abgeben. Nein, wir schauen dann, wir werden dann Trailer anschauen von drei unterschiedlichen Spielen. Ah, okay, ja, cool. Das wird die Hörer wahrscheinlich absolut. Jawohl, ich habe ja, glaube ich, einen Ton. Nein, den nehme ich gar nicht auf. Okay, wurscht. Ich werde einfach dazu reden. Ich habe da nachher noch was und. Mach mal so, wenn du die Trailer schaust, du beschreibst jede Szene einfach Audio. Wie so, Audio. Ja, genau, okay, so machen wir das. Ja, du bist quasi, du machst es so, ja. Was ich noch habe, ist im Zuge jetzt vom weil ich jetzt wieder mich dazu entschlossen habe, endlich wieder mehr zu lesen und weniger Scheiße im Internet zu schauen, bin ich auf eine kleine, coole Plattform gestoßen, die heißt Bookworm, aber statt ein U, a Y. Und das ist also ein Social Reading and Reviewing. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass das eine Fediverse-Anwendung ist. Und da kannst du dich austauschen mit Lesern aus der ganzen Welt und legst du deinen Account an, die Bücher, die du gelesen hast, kannst Reviews schreiben, kriegst Vorschläge von anderen oder andere helfen dir, wenn du irgendwas beim Buch nicht verstanden hast. Du kannst da, ja, also Social Reading halt. Man kann sich eben, also ein Buchclub, ein Online-Buchclub kann man sagen. Und Haben wir das nicht in der letzten Sendung auch gehabt, dass das mittlerweile auf TikTok angekommen ist? na? Also ich glaube, diese Dinger seien mittlerweile, es gibt sogar, Keine Ahnung, was entweder was meinst TikTok oder Instagram, es gibt jetzt unter Anführungszeichen Influencer oder Influencerinnen in dem Fall, glaube ich, seien es eher mehr, die wirklich Bücher vorstellen. Aha. Aber bitte, fort. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Abgesehen davon, dass es halt eine Fediverse-Anwendung ist, was ich insofern cool finde, dass es Fediverse eigentlich schon auch in andere Gefilde vorstoßt. Also Fediverse bedeutet in dem Fall, man kann sich die Applikation auch selber hosten und mit bestehenden verknüpfen. Das heißt, die Serverlast und die Besuchslast liegt nachher nicht nur bei
bookführen.social, sondern du kannst da in eigene Domain und so weiter und deinen eigenen Server aufstellen und ja, das miteinander alles verknüpfen. Ja, so viel dazu. Und jetzt wird da, jetzt mache ich einfach ein Ding noch, eine Kapitelmarke, den nenne ich jetzt einfach Game Trailer. Der Rest. Game Trailers. Ja, das ist okay. Weil der Alex hat sich da ein paar ausgesucht und ich sehe schon. Ja, sagen wir so, es ist. Es war so, ein gewisser Herr D.O. hat mir an einem Tag relativ viele Trailer mitgeteilt, dass die erschienen seien wegen die Game Awards. D.O. Ja. D. Dora und Otto. Nicht ja, Dora Otto. So, jetzt war ich halt mich selber verwirrt. D. Weiches B. Ja, jetzt war Marco gerade da. An D. O. kenne ich jetzt keinen. Aha, ja, der Herr D.O. Von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Ja, okay. Der Herr D.O. D. Weiches B. Ja. Und da sind relativ viele Trailer rausgekommen. Und zwar einerseits haben die No Man's Sky Macher was Neues angekündigt. Ja. Was ziemlich cool ausschaut. Ich meine, bei No Man's Sky kann man wieder vielleicht davon ausgehen, dass es länger dauert, bis es vollständig ist, aber es schaut super cool aus. Ist ein Open-World-Planet, Fantasy-mäßig, den du halt komplett erkunden kannst. Hat dann so Minecraft-Elemente, Survival-Elemente und so irgendwie alles drinnen. Schaut verdammt cool aus und du kannst einen riesigen Kolibri sozusagen zähmen. Ja. Damit haben sie mich schon gehabt, damit haben sie gewonnen gehabt. Ja, in der Tat, also das schaut für mich auch sehr spaßig aus, nur habe ich da ein bisschen Sorge, dass das wirklich so ins Craften, nur vollkommen ins Craften abdriftet und das ist mir einfach zu aufwendig. Ich würde gern schon was... Hast du Minecraft oder so nie gespielt? Immer leise so, weißt du, so überflogen. Ich bin nicht so der Crafting-Typ. Ich meine, was ich mit ich will Ergebnisse. Herrn D, was ich mit dem Herrn D und M.B. einmal eine Zeit lang gespielt habe, war Ark. Also Ark war super cool, wenn man so zu dritt oder so spielt. Ja. Ja, das halt leider on, das ist online, du hast auch ein Problem, sie lassen dir eine gewisse Zeit down und dann machen sie da alles hin. Ja. Ja, das zusammen online craften kann ich mir noch vorstellen, dass das gut ist, widerspricht aber meinem Ansatz, dass ich mit anderen Menschen nichts zu tun haben will. Von dem her, Online-Multiplayer für mich sowieso nicht geeignet. Und Singleplayer-Crafting... Der Clemens ist jemand von D, also du bist jemand von D, der dann immer diese ganzen Hass- und Schimpftiraden loslässt auf alle. Wo? Online? Ja. Na eben, weil ich mit Menschen ja nichts zu tun haben will. Also nicht, dass man meine Schimpftiraden kriegen soll. Achso, okay. Ach, furchtbar. Und von dem her muss ich sagen, Craften ist halt für mich, ich habe zum Beispiel die ganzen Crafting-Elemente, die es zum Beispiel in Fallout 4 gegeben hat, absolut nicht genutzt, sondern nur da, wo es storymäßig noch notwendig war. Mir interessiert das nicht. Ich will eine Story und die will durchgeführt werden und die will es erledigen. Ich will einfach einen schnellen Kick. Clemens ist ein kompletter Junkie. Er will einfach den schnellen Kick und nichts dafür tun. Genau, ja. Ansetzen und nur ansetzen und gescheit konsumieren. Ja, schön. Dann hast du noch Big Walk. So, das ist jetzt die Frage, ob das eher Kunst oder noch Spiel ist. Weil? Du wirst gleich man sehen. Man sieht da jetzt eine Landschaft in der Dämmerung. Warte noch. Erzähl du was. Das musst du sehen, das kannst du nicht einmal beschreiben. Wir machen immer noch einen Podcast, das heißt... Ich weiß. Ja, schaust du es gern. Ja. Also man sieht... Oh mein... Okay. Also, man sieht zwei komische Figuren, die ausschauen wie aus... Du siehst zwei
das sind drei, das schaut aus wie so ein Schneemann mit drei Kugeln, halt in viel mehr Farben. Und ich weiß ja selber nicht einmal, was du da tun musst in dem Spiel. Na? Es ist ein Puzzle-Game, du musst irgendwas lösen gemeinsam. Und es ist. Das ist so schräg und gleichzeitig so gut. Das ist sehr verstörend, das Spiel. Du kann man. Na, na. Also das Spiel heißt The Big Walk. Das Spiel, der Trailer ist vom. Das Spiel heißt Big Walk. Bitte einfach anschauen. Das ist. Ich weiß nach wie vor nicht, was es ist, aber es schaut verdammt lustig aus. Okay. Sehr gut. Vielleicht ist dein nächster Tipp noch einmal ein bisschen. Ich meine, okay, verstörend. Der nächste. Was ist denn daran verstörend? Na, das ist komisch. Black Myth. Wukong. Du hast Wukong, Black Myth, Wukong, hast du sicher schon gehört davon. Na? Du hast das Spiel noch nicht gehört. Also. Das ist. Erzähl einmal. Basiert auf diesen, wie nennt man es liebevoll, auf diesen asiatischen Mythos dieses Affenkönigs Wukong. Das heißt, das ist der Affe, der den Stecken in der Hand hat. Oder diesen Kampfstab. Ja. Und das klappert so diese ganze Mythologie ab und darin haben sie eine Story gebaut. Das ist ein relativ kleines Studio, was das in Unreal Engine 5 gemacht hat. Das schaut verblüffend gut aus. Wollte ich gerade sagen, ja. Und das geht so in die Richtung von einem Soul-like wahrscheinlich. Ja, mit so Fabelwesen. Ja. Okay. Ja, das schaut wirklich gut aus. Aber wenn es so ein Soul-like-Spiel ist, dann hab ich, ist schon wieder nichts für mich. Das wäre mir zu schwer. Ja, scheiß dich nicht immer so an. Du musst schon mal über deinen Schatten springen. Ich hab keine Zeit. Ich will ein Spiel konsumieren und. Innerhalb kürzester Zeit will ich meine Belohnung kriegen. Und die Belohnung bedeutet. Ja, wie ein Junkie. Ja, meine Belohnung ist nicht die ganze Zeit sterben und wieder von vorne anfangen. Ja, das ist halt, du musst das erarbeiten. Nein, ich will mir nichts erarbeiten. Arbeiten tue ich schon so. Okay, aber ausschauen, das wird gleich mal hammermäßig, ja. Okay. Ja. Cool. Dann haben wir das auch noch vorgestellt. Perfekt. Und dann war's das. Dann dürfte das gewesen sein, ja. Also, außer du hast jetzt noch irgendwas zum Schluss, was du unbedingt loswerden möchtest. Na? Ich will ins Bett. Um 21.41 Uhr. Oh mein Gott, ich bin Familienvater zweifacher. Für mich ist jede Minute Schlaf der Himmel. Aha, okay. Aber ist das nicht früh? Nein, eh nicht, aber jetzt gibt ja noch die Nachbearbeitung dran und das Online-Stellen vom Podcast und die Selbstverständlichkeit. Und ich brauche jetzt sicher noch bis 11. Jedenfalls, das war's für heute. Das heißt, ja, wir melden uns höchstwahrscheinlich in diesem Jahr noch einmal. Stimmt, das könnte man schaffen. Das ja. haben wir das letzte Mal eh schon ausgebracht. Und wenn wir uns nicht melden, dann melden wir uns halt nicht. Aber es dürfte sich ausgehen. Ja. Ja. Zumindest einen kurzen Ausflug. Was wir eigentlich machen könnten? Wir könnten, es wird jetzt, ja, ich glaube, wir machen keine reguläre Podcast-Folge vor Weihnachten, sondern wir machen nochmal ein Let's Play zusammen und spielen nochmal bei unserem netten Spielchen weiter. Ach so, ja, das wird sogar irgendwie passen, weil... Fred and Brad. Passt zum Winter. Ja, eben. Weil nachher würde ich einfach sagen, von den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden wir uns für dieses Jahr. Und ja, ich glaube, aber sagen wir so, jetzt ist der 10. Ja, und in zwei Wochen ist der 24.
Ja, und dann Okay. danach ist eh schon der 28. Also Okay, da arbeitest du eh regulär wieder. na, eh nicht. Eh nicht. Na, erst bin im 2. Jänner wieder. Du hast freigenommen. Unfreiwillig, ja. Du bist auf Zwangsurlaub gesendet worden. Clemens macht ganz ein trauriges Gesicht. Jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich froh drum, also ist okay. Wolltest du wirklich Nein, arbeiten ich wollte gehen, wirklich oder was? arbeiten gehen, ja. Ich wollte noch die Feiertage wieder arbeiten gehen, ja. Das ist die ruhigste Zeit, da bringt man was weiter. Nerven keine Kunden. Okay, das mal. Ja, okay, verstehe, Ja, nerven keine komischen ja. Kunden, einen komischen Techniker, komische Verkäufer, da kann man ruhig arbeiten, ja. Aber jetzt bin ich eigentlich gar nicht beleidigt, dass mein werter Herr Vorgesetzter gesagt hat, wir lassen zu über Weihnachten. Also ist eh okay für mich. Jetzt im Nachhinein ist okay für mich. Ja, ich glaube, ein bisschen Erholung schadet auch Ja, nicht. eben. Von dem her stimmt, wir werden eine reguläre Podcast-Folge trotzdem eh wieder machen, aber ich würde sagen, als Weihnachtsspecial werden wir ohnehin trotzdem wieder mal so eine Stunde Fred and Brad einspielen. Genau, weil der Clemens da so viel Geduld dafür Genau. hat. Du hast ja gesagt. So. Du hast ja gesagt, oder? Ich muss über meinen Schatten springen. Du musst schon mal über deinen Schatten springen und du musst dir mal richtig ärgern bei so einem Ja, Spiel. genau. Gut. Weil. Dann. Ja, dann beenden wir die Chance und sagen bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, gute Nacht und was weiß ich was. Genau. Tschüss. Oder guten Je Morgen. nachdem, was ihr gerade macht, ja. Oder Ja. falls ihr gerade schlaft. Sehr schön. Ich weiß, dass manche Hörer uns hier zum Einschlafen benutzen. Hörerinnen und Hörer uns zum Einschlafen benutzen. Von dem her. Haha, jetzt hab's es. Guten Guten Morgen. Morgen. Alles klar.